Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei und jede Menge gefährliches Halbwissen mit mir, dem Max. Und dem Christian. Und wir haben noch einen dritten. Der Marc. Ist mal wieder dabei. Der Marc war zuletzt, ich weiß es nicht mehr, Weißer Hai, Zurück in die Zukunft. Habt ihr dazwischen nochmal eine Folge gemacht? Ja. Rage on Stage? Nee, wie heißt das? Das war ein anderer Podcast beim Spätfilm. Genau, aber das waren auf jeden Fall zwei gute Beispiele für Marc war mit dabei. Genau, und jetzt ist er wieder da. Und ihr habt die Folgenbeschreibung ja schon gelesen. Ich bin gespannt, welchen Titel wir nachher eigentlich nehmen, weil ich glaube, die italienischsprachige Variante zählt offiziell als Originaltitel. Ja, und Serra Una Volta il West. Das ist doch großartig. Ich beharre weiter darauf, dass wir die originalen Titel, das darf man sehr gerne bei dem Film streiten, da dürfen wir auch gleich noch streiten, was die Originalsprache ist. Il était une fois le West oder so, glaube ich, im Französischen. Und natürlich, die Deutschen haben es nicht geschafft, es war einmal der Westen, sondern spiel mir das Lied vom Tod, denn wir mussten ja in der Synchro noch rumbasteln. Denn genau. Ja, wirklich nicht nur im Titel, sondern auch in der Synchro, das habe ich heute nochmal sehr bewusst wahrgenommen, darüber reden wir alles gleich noch. Also vielleicht hört ihr das schon so ein bisschen, wir sitzen auch tatsächlich diesmal so im Vorraum vom Kinosaal, ist ein bisschen mehr Atmosphäre dabei. Haben zwei Bier vor uns und stoßen an, Christian. Prost. Hinunter mit dem Weizen. Hässlicher Sound, okay. Ja, ich denke auch, warum war das denn so hässlich? Gibt es bei da unten noch irgendwie... Ja. Nee, das klingt einfach komisch. Zum Glück klingt im Film alles besser. Ich muss noch Auto fahren. Ich mache hier den Moralapostel. Don't drink and drive. Das ist sehr vorbildlich. Ja, aber drink and podcast, glaube ich. Das ist eine gute Anomalie. Durchaus populär. Und ihr macht das ja nicht erst seit dem Podcast, sondern glaube ich auch schon davor ein bisschen. Ja, nee, also das heißt, wenn ich jetzt hier auch so noch in die Ecke gucke, sehe ich, dass wir auch nicht die Einzigen sind, die noch mal ein paar Worte quatschen müssen, nachdem man den Film gesehen hat. Ja, ja, es ist leider ein Audio-Podcast, was wir jetzt gerade gesehen haben, lässt sich schwer beschreiben. Jemand hat uns seinen Arsch gezeigt, ganz blank. Ja. Aber Christian, es war schön voll, ne? War auch Max super. Ich gefreut. Welcher Tag ist heute? Dienstag? Dienstagabend. Ja, Dienstagabend. 19 Uhr, schön brav, also war schön, war gut. Viele junge Leute auch und so, also schön durchmischt, nicht nur alte. Und vielleicht kommt irgendwann nochmal raus, dass dadurch, dass es etwas rarer ist, das Angebot, man hat nur zwei Gelegenheiten, wahrscheinlich in diesem Jahr in Rostock diesen Film auf der Leinwand zu sehen. Und das war jetzt eine davon. Also war auf jeden Fall sehr angenehm so. Max, du hast ja auch wieder eine Einführung gegeben und ich würde denken, die können wir jetzt hier auf jeden Fall mal anschmeißen und mal gucken, ob wir dazu auch noch irgendwie was zu kommentieren haben. Ist ja immer gefährlich, dass du uns jetzt ja eigentlich oft immer den Redestoff immer so geballt in 5 bis 10 Minuten einfach mal wegnimmst. Also hören wir mal rein in die Einführung von Max vor dem Publikum. Heute spielen wir sie vom Tod. Serra Una Volta il West, für die italienisch sprechenden unter uns weitsprechend das Beste oder manchmal auch bekannt als Once Upon a Time in the West, Regie Sergio Leone aus dem Jahr 1968. Und damit auch erstmal noch ein frohes neues Jahr allen Anwesenden, viele alte Filme und euch ihnen. Guten Abend. Und gleich die Frage in die Runde, wer hat denn diesen Film noch nie gesehen? Einmal Hand hoch bitte. Ja, da tauchen viele Fragezeichen auf bei manchen Köpfen. Sehr schön. Die sich gerade gemeldet haben, die haben alles richtig gemacht. Das ist das Anliegen der Livu-Schatzkiste. Alte Filme dort zu zeigen, wo sie hingehören, auf dieser großen Leinwand. Denn nur da können sie ihre ganze Pracht und Wirkung entfalten. Und da hat man noch so ein paar andere Leute um sich drum sitzen, die machen gerade die gleiche Erfahrung mit durch. Das ist dann Kino. Warum nun dieser Film? Wir sind mittendrin in der Schatzkiste-Staffel 2017, 2018 mit Filmen von vor ungefähr 50 Jahren und 1968 war vor 50 Jahren. Also herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, spielen wir das Lied vom Tod. Jetzt. wer den Film noch nicht gesehen hat, wie gesagt, von Sergio Leone, der hat Regie geführt, der hat auch das Drehbuch geschrieben, zusammen mit einem anderen Sergio Donati. Aber davor stand noch die Idee, also die Geschichte überhaupt, die verfilmt werden soll. Und die hat der Sergio Leone mit zwei anderen Männern zusammen sich ausgedacht. Und jetzt darf gerne einfach reingerufen werden, wenn einer... Dario Argento. Also wer das gerade nicht verstanden hat, Dario Argento. Das war dieser Mann da und das da ist Bernardo Bertolucci. Bernardo Bertolucci hat unter anderem Filme gemacht wie Der letzte Tango in Paris oder Il Conformista, der Konformist. Und Dario Argento ist in Deutschland vor allem deshalb berühmt, weil die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien häufig entschieden hat, seine Filme sind viel zu gewalttätig und die Jugend verwohnt, deswegen dürfen die nicht gezeigt werden und werden eher mal verboten, teilweise mit Verbreitungsverbot unterlegt, etc. pp. Hat aber ganz viele traumhaft verstörende Filme gemacht. Die haben also diese Geschichte entwickelt, obwohl Sergio Leone eigentlich gesagt hatte, nach seiner Dollar-Trilogie, die aus Clint Eastwood, einem Mann, der manchmal in Filmen auftaucht,
einen Riesenstar gemacht haben. Jetzt habe ich keinen Bock mehr auf Western. Ich möchte jetzt endlich mal einen Film machen über das aktuelle Amerika, über dieses Land, was mich so fasziniert, was ich noch nicht so richtig verstanden habe. Und damit ist er zu den Produzenten und Geldgebern gegangen und die haben gesagt, ja, nö. Wir möchten von dir natürlich noch einen Western, weil deine Western so erfolgreich sind, Sergio. Mach uns mal bitte noch einen Western, danach kannst du vielleicht dann deinen Amerika-Film machen. Und so gab es statt, es war einmal in Amerika erstmal, es war einmal im Westen oder es war einmal der Westen, wie der Film eben ungefähr im Original heißt. Und Sergio Leone wollte nicht einfach nur einen Western machen, nein, er wollte dieses Genre, was er so liebte, was er so abgöttisch verehrte, mit dem er aufgewachsen und groß geworden ist, dem wollte er ein Denkmal setzen, ein riesigen Schrein bauen. Er wollte aber auch gleichzeitig seinen Abgesang schaffen, seine Totenmesse quasi fast. Denn gefühlt war der Western ja doch schon so in seiner Spätphase fast tot und alles wurde schon erzählt, alle Geschichten waren schon berichtet, alle Helden hatten schon ihre 1000 Tode gestorben oder sind schon die Sonnenuntergänge geritten und Sergio Leone wollte jetzt noch ein letztes Mal alles abfackeln, was so im Western drin ist. Und dafür hat er sich vor allem einen großen Besetzungscoup ausgedacht. Er wollte nämlich das gute Gewissen Hollywoods, was heute vielleicht so ungefähr mit Tom Hanks vergleichbar ist, würde ich sagen, das ist so der Mann, dem man immer alles abkaufen würde, Telefonbücher und was nicht alles. Und damals war das eben der Mann in Weiß, der Gute, den, wenn man ihn auf der Leinwand sah, war man schon sofort ein besserer Mensch. Das war Henry Fonda. Das war so die Verkörperung des guten Menschen auf dieser Erde im Hollywood-Business. Und Sergio Leone hat sich gesagt, den nehmen wir. Und den machen wir zum bösesten aller bösen Oberschurken, die jemals auf die Leinwand getreten sind. Die Zuschauer werden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, oh mein Gott, was macht der da in der ersten Szene? Das kann nicht sein, das ist Henry Fonda. Und Henry Fonda hat dann auch zugesagt. Und als er dann beim Dreh erschien, hat er gedacht, ja, jetzt habe ich schon so viele Filme gemacht, wo ich immer gleich aussehe. Jetzt will ich Sergio Leone mal ein bisschen überraschen, ein bisschen anders auftauchen. Hat sich braune Kontaktlinsen eingesetzt, einen kleinen Schnurrbart. Und als er dann vor Sergio Leone stand, ist der fast umgefallen, hätte einen Herzkasper bekommen, weil er schon das ganze Projekt vor sich zusammenbrechen sah. Diesen Henry Fonda wollte er auf gar keinen Fall haben, weil er wollte diese stahlblauen Augen haben und keinen Bart da, der durfte da nicht stören. Und natürlich wissen, es ist irgendwie gut ausgegangen. Henry Fonda hat sich dann überreden lassen, den Bart abzunehmen und auch die Kontaktlinsen wieder rauszunehmen und seine stahlblauen Augen werden ihm nachher gleich entgegenstrahlen. So wie es ja Leones Markenzeichen ist, Gesichter werden zu Gebirgen und Landschaften und das wechselt sich dann auch immer ab. Apropos Landschaften, wie das so ist für ein Western, ganz normal, natürlich wurde er gedreht in, richtig, Spanien und in den Chinchita-Studios in Rom. Erst dann zum Schluss für das legendäre Monument Valley, was ungefähr unter anderem John Ford und John Wayne ja so berühmt gemacht haben in den Western, ist man dann auch mal nach Amerika geflogen, um tatsächlich im echten Westen sozusagen zu drehen. Aber der Großteil ist eben in Europa entstanden. Und das hat auch irgendwie so alles geklappt, dass der Film dann mal auf die Leinwände kam. Da gab es dann diverse Schnittfassungen. In Amerika gab es so ein paar Schauspieler, die standen eigentlich auf einer schwarzen Liste. Deswegen mussten die Szenen rausgeschnitten werden. Weswegen manche Zuschauer sich dachten, was ist hier gerade passiert und wo kommt jetzt dieser Charakter her? Warum taucht der andere nicht mehr auf? Aber nichtsdestotrotz heutzutage eben ein durchaus bekannter Film. Die ihn noch nicht gesehen haben, dem wünsche ich natürlich gleich doppelt und dreifach viel Spaß. Mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, dass die nächste Schatzkiste im Februar, dann am 27. Februar stattfinden wird mit dem DEFA-Film, von dem Sie gerade den Trailer gesehen haben, Weiße Wölfe. Da gucken wir dann mal, wie es auf der anderen Seite quasi des Eisernen Vorhangs aussah, denn auch im Osten sind ja nicht normale Western, sondern die Indianerfilme entstanden und der Weiße Wölfe, da hat so ein paar schöne Kniffe mit dabei. Und apropos DDR, die hatten auch, finde ich, immer mit die schönsten Filmposter. Das sind nicht so die ganz normalen Motive, sondern da hat man sich was beigedacht. Für die Leute, die sich den Film vielleicht auch bisher nur auf Deutsch kennen oder noch gar nicht kennen, der Filmtitel Spiel mir das Lied vom Tod wird hier gar nicht auftauchen. Das passiert nur in der deutschen Fassung, aber das werden Sie ja dann gleich hören, beziehungsweise eben nicht. In diesem Sinne, uns, euch, Ihnen ganz viel Spaß mit Spiel mir das Lied vom Tod. Dankeschön. Ich habe es mir jetzt nicht nochmal angehört, Max, aber... Aber es war Jahre, großartig. Ich hab hier noch einen Zettel liegen. Gib mal her. Ist das, du schreibst das auf alles vorher? Also, ich mache mir mal sicherheitshalber so ein Zettelchen mit Stichpunkten. Ja, du hast nicht einmal raufgeguckt. Genau, das ist in der Tasche geblieben. Das wird aber jetzt ein inhaltmäßiger Jump in unserem Niveau. Das ist ja großartig. Also, pass auf, ich habe ja tatsächlich den allerersten Aspekt, den du nochmal sozusagen als Wissen rausgeholt hast. Neben dem, dass er halt 50 Jahre alt ist, jetzt der Film, war schon nochmal, wer da im Hintergrund so dazugehörte. Ne? Und gerade die Namen Dario Argento und Bernardo Bertolucci, das sind schon mal so nochmal so Namen, wo ich so denke, auch nicht uninteressant. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, ob die sonst noch wo in der Filmografie von Sergio Leone auftauchen. Das wüsste ich auch nicht. Ja. Ich war eher überrascht, dass Leone, glaube ich, offiziell nur 7
Das ist erstaunlich. Ja. Also ja, ist tatsächlich einen, den man sehr gut weggucken kann in der Theorie. Ja, weiß ich gar nicht. Aber bei mir war eigentlich auch so dieses, ja stimmt, Dario Argento hatte da auch irgendwie so zweimal irgendwas mit hingeschmissen oder so. Komisch, dass da keine Traumwelten oder irgendwelche Todesmonster oder so kommen. Ja. Und dann ist ein anderer Aspekt, der ich wirklich, also das ist eigentlich sozusagen, darauf freue ich mich jedes Mal immer schon, wenn du Einführungen machst, dass du natürlich auch gleich am Anfang fragst, wer hat denn diesen Film noch nicht gesehen? Und das ist immer total schön, weil also ich gucke jedenfalls total freundlich dann im Saal rum und freue mich für die, die das jetzt tatsächlich bei der Gelegenheit auf der großen Leinwand sehen. Und das waren ja wieder ein paar und ich weiß gar nicht, ob deine Hand auch oben war, aber ja. Du warst Marc, ja. Ne? Du saßt da zum ersten Mal. Ich war Leute irritiert. Ja. Das war eine große Freude, dass du mit dir hergegangen. Zu sagen. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ja, manchmal gibt es ja so Filme, ne, die einem so durchrutschen und der ist mir eben immer durchgerutscht. Ich habe schon damals kapiert, dass es auf Kabel 1 irgendwie nicht richtig läuft und habe deswegen das da nie geguckt und hatte niemals das Gefühl, jetzt ist die Zeit, dass ich den mal gut und schön gucken kann. Und als ich dann gehört habe, dass er kommt, auch nur durch dich zufällig, habe ich ins Programm geguckt, dachte ich mir, jetzt auf jeden Fall. Mit 41 Jahren, fast 41 Jahren. Ist die Zeit reif. Da muss ich direkt einhaken, wenn du sagst Kabel 1, ich behaupte, da habe ich den so mit zuerst mindestens die Ausschnitte gesehen. Ich weiß nicht, ob ich damals dann komplett durchgehalten Ausschnitte habe. Ausschnitte kenne ich auch, genau. Aber also ich weiß auf jeden Fall, so alt bin ich denn mit Geburtsjahr 81 dann doch schon. Ich kann mich noch erinnern, dass das zu Feiertagen lief dieser Film in der Primetime, so 20:15 und und ähnlich, weil wir hatten das ein bisschen bei 2001 hier vor zwei Folgen auch, bin ich sehr fasziniert, dass so ein Film, dem ich wirklich zusprechen möchte, da gehen nochmal wirklich neue Dimensionen auf, wenn das Ding auf der Leinwand abgefeiert wird, dass es dennoch so gut auch in der Glotze funktioniert hat, dass es mich trotzdem packt. Trotz Pen und Scan und allem. Ja, wirklich, genau. Ich ziemlich wahrscheinlich, dass ich den... Vielleicht habe ich den sogar ein Vollbild gesehen, das erste Mal. Ja, also ich kann mich an sowas oder irgend so ein, also ich befürchte auch. Also so ganz altes Kabel 1, ne? So. Die besten Filme. Alle Zeiten, ne, genau. Aber dadurch habe ich auch so ein bisschen, also nicht nur den, sondern ein paar habe ich dann auch mal mitgenommen. Scheiß Werbung, aber trotzdem, ne? Ja. Das wirkt schon, oder? Ich habe die besten Filme aller Zeiten gesehen jetzt. Ja, ich habe Kabel 1 geguckt. Kannst mir gar nichts. Ja, und ich glaube, so für mich nochmal so zum Anwärmen, auch um denn jetzt in diesen Film so richtig einzusteigen, ich habe heute ein sehr starkes Gefühl zu, ja, das ist nicht nur so nachträglich hinkonstruiert, ein Teil einer Trilogie. Also ich habe da heute viel nachgedacht. Also ich dachte heute viel über Doug Yusaka oder Gyula Testa oder wie auch immer man den benennen will, die Todesmelodie. Die deutsche. Super. Echt. Todesmelodie. Ja, und natürlich, es war einmal in Amerika. Also ich finde, das macht schon so Sinn. Also das baut schon aufeinander auf. Nicht, dass das jetzt gleiche Figuren hat, nicht, dass das quasi in so einer seriellen Denke eine Trilogie ist, sondern eine thematische Trilogie, die... Ich glaube, man sagt Trilogie. Ah, danke schön. Der Klugscheißer. Ja, aber ja, ich finde das auch und muss auch darüber nachdenken und es gibt auf jeden Fall einen Sinnzusammenhang. Und also ich hatte gerade Doug Yusaka vor kurzem gesehen und dann auch gelesen, dass es geplant war, dass er heißt, es war einmal eine Revolution, ne, dass das so heißen sollte. Und wie hier der Zug, so die Revolution, so die Bekämpfung des Verbrechens, also wie man immer so ringt um Zivilisation in jedem dieser Filme, dass man irgendwie weiterkommt und so einen Fortschritt macht, unbedingt, ja. Genau, und die Schienen werden sozusagen in diesem Film, den wir gerade gesehen haben, schon gelegt dafür. Mir war nur noch mal zum Fünftor verorten, jetzt wenn wir da jetzt also gleich über sprechen. Du kennst die anderen beiden Filme auch schon, Max? Todesmelodie ist der, den ich noch nicht gesehen habe. Möchte aber an der Stelle natürlich noch kurz anfügen, ich glaube beim Abspanngucker-Podcast und bei Second Unit gibt es zu dem Film auf jeden Fall eine Folge. Und zuerst war einmal in Amerika, gibt es glaube ich bei Wiederaufführung was. Ja. Wenn ich mich recht entsinne. Ja, und zwar zur 4-Stunden-Plus-Version. Also es gibt ja, sind ja nochmal 20 Minuten. Scorsese hat genau. Tarantino hat auch nochmal. Und das ist tatsächlich nicht uninteressant. Aha. Also ich weiß jetzt nicht, ob der Podcast das erfüllt. Ich empfehle ganz klar diesen Film auch in der Fassung zu sehen. Nicht, weil das ist auch zwiespältig, ist schon gut, wenn man den auch nochmal anders kennt. Also
aber die Einfügungen hauen nicht 100% hin. Mhm. Das ist einfach materialtechnisch ein bisschen eine Zumutung. Mhm. Aber. Aber das war es jetzt erstmal zu spielen, dass sie vom Tod. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein. also du hast den jetzt zum ersten Mal gesehen und? Oh ja, also hat sich auf jeden Fall gelohnt. Kann man gucken, ne? War okay, ging so. Ja, genau. Bisschen langweilig. Ja, ein Daumen hoch. Ja. Also ich meine, wir können ein Punkt in Action. Ja, genau. das ist einer von diesen Filmen, die immer total bekloppt, also, glaube ich, gesetzte Spannung, Punkte Erotik, bei TV-Spielfilmen haben. Ja, ja. Anspruch? Anspruch 3. Genau. Humor? Also das kann ich mal sagen. Dass ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich, aber das war viel weniger Action, als ich gedacht habe. Das war, glaube ich, auch mein erster Sergio Leone-Film und ich bin mit einer völlig anderen Erwartungshaltung reingegangen. Also ich dachte, Leone wäre so eine Art früherer John Woo oder sowas aus Italien, der Western gemacht hat, gewesen. Also das habe ich komplett falsch eingeordnet und was das anging, war ich damals endlos enttäuscht. So. Also das... Also bei mir war auch irgendwie so, naja, das ist halt das, den muss man gesehen haben, so ungefähr, ne? Und dann denkt man natürlich, naja, das ist jetzt halt der Film aller Filme und dann auch feststellt, vielleicht kenne ich auch noch gar nicht so viele Western, dass ich das irgendwie überhaupt einordnen könnte, ohne dass ich das als kleines Jungelein da schon gemacht hätte oder so, aber auch schon gedacht so, Ja, mir geht es ja auch nun heute ähnlich, ne? Also ich habe viele Western gesehen, ich habe viele, gibt ja noch nicht so viele Leone-Filme gesehen, das ist schon kein durchweg mit offenem Mund da sitzendes Vergnügen. Ich bin schon manchmal irritiert und ich frage mich schon, ob das von Morricone so eine gute Idee ist, jedem dieses Thema zu geben. Also wie viel Musik ich dort mitbekomme und wie ich mich manchmal doch sehr wundern muss. Ich weiß nicht, ob Leone gut mit Frauen umgehen kann. Ich habe großen Gefallen an Männerfreundschaften und an Männerbilder. Ich habe, glaube ich, ein Problem mit Claudia Cardinale. Also muss man noch mal gucken. Und ich bin auch, ich weiß nicht, ich finde die Größe, wenn ich jetzt mal so sagen darf, das Opernhafte, das Überwältigende von Leone-Filmen ist mir hier fast zu doll. Manchmal empfinde ich den Film geradezu als hyperkünstlich. Manchmal schaue ich dem Film zu, wie ein Film ist. Manchmal steige ich richtig aus und gucke dazu. Das ging mir also gerade jetzt, wo ich habe vor 3 Wochen so gut The Bad and the Ugly gesehen, der hat mich so reingeholt. Ich bin immer und immer tiefer. Und wenn er am Ende dort dieses Grab sucht, dann bin ich in totaler Ekstase. Hier gibt es irgendwas, was mich auch immer wieder distanziert von dem Film. Aber ich habe ihn zum ersten Mal gesehen. Ich bin gespannt, wie oft ich ihn noch gucke und ich glaube, mir ging es tatsächlich fast andersrum. Also ich hatte ein paar Mal auf jeden Fall auch richtig Gänsehaut, so, wenn die Musik kommt. Ein, zwei Mal so leicht das Tränchen, ach, wenn Claudia Cardinale da umherirrt am Bahnhof. Die arme Frau. Das geht mir aber auch so, Max. Und natürlich auch allgemein, also was ich so zwischendurch mal gedacht habe, war, ja krass, ich glaube, in dem Drehbuch stehen eigentlich nur 20 Szenen oder so. Also so gefühlt so dieses, okay, die Eröffnungssequenz, das war jetzt die erste Viertelstunde und jetzt, der Film geht halt 2:45 und dann haben wir jetzt immer noch mal eine Viertelstunde jeweils so eine Szene. Also gerade so die Expositionsdinger, die, na, was sind das, 3, 4 Szenen vielleicht? Und ist dann so immer, schöner Block fertig, nächstes Ding. Stimmt. Und gerade eben diese Zugankunft, ja, also die Eröffnungstitel und dieses, wir nehmen noch nicht die Musik, wir nehmen erstmal die Geräusche, die zur Musik werden und dieser Rhythmus, der dann eben entsteht und so, und das ist einfach so. Ja, ich denke fast so, dass das hat Leone noch in seinen nächsten Werken noch immer besser gemacht, sozusagen sich so von Sequenz zu Sequenz zu bewegen, was ja so wirklich so manchmal, also so klassische plotgetriebene Handlung so ein bisschen durchbricht, so, ne? Also gerade jetzt, also wie die ersten beiden Sequenzen nacheinander folgen. Also das wirkt aufeinander so, aber es ist jetzt, also genau, eigentlich so wie du es beschrieben hast. Und ich habe dann gemerkt, dass das aber noch ein bisschen knirscht, spätestens dann, wenn das sehr plottig wird, so mit diesem, also was ist nochmal genau die Bedingung, dass das hier eine Eisenbahnstation werden kann und was muss jetzt gemacht werden? Also plötzlich werden dann so eine, also auch eher nur halbgar so eine kleine tickende Uhr eingebaut. Und dann sozusagen so, also es wird dann plötzlich, für mich fühlt es sich auf einmal etwas gekünstelt umständlich an. Mhm. Ne? Das ergibt sich nicht mehr so. No.
aus den Sequenzen heraus. Also, aber das finde ich, also ich finde ja zum Beispiel, sowas bemerke ich gar nicht bei, das ist auch nochmal eine ganz andere Zeitkonstruktion bei Es war mal in Amerika. Also wenn man jetzt mal so sich das anguckt, ja, glaube ich, hat Leon da noch sich auf jeden Fall weiterentwickelt. Ja. Ganz kurz, ich will nur fragen, zu Deutsch zwei gläuchere Halunken, also The Good, The Bad and The Ugly, ist zeitlich wann? Also wann hat er den? 66, ich glaube 64, 65, 66, ja, die Dollar und dann 68. Okay, das ist aber ich finde ja die Good, The Bad and The Ugly auch ganz schön stimmig, so. Interessant nochmal, dass er da nochmal. Weil du jetzt sagst, nur, das wird ihm so künstlich, überlege ich gerade, ob das vielleicht daran liegen kann, dass er die anderen Abschnitte manchmal auch ohne Dialoge oder ohne viel Blablabla so gut hinkriegt, dass das dann natürlich noch eher auffällt, wenn er mal doch ein paar Sätze mehr braucht oder dann noch so ganz konkrete Dinge braucht, statt eben so do you play, do you know how to play, do you shoot, also wenn er so eine Sprüche bringen kann. Ja, aber ich glaube, das habe ich so beim Wiedersehen auch gemerkt, so, oh ja, ich weiß gar nicht mehr, ich kann mich an die Szene erinnern, aber ich weiß gar nicht mehr, warum die alle gegen Frank auf einmal waren und so, und diesmal war das so, ach so, ja klar, die haben halt dieses Kartenspiel neu erfunden. Geld bekommen. Ich finde auch diesen Humor, also den finde ich auch irgendwie, der liegt mir auch so, wenn schon dieses erste Gesicht, der alte Station Agent, der Mann da, der erstmal, womit fängt dieser Film an? Mit Delay. 4 Stunden und 2 Stunden Verspätung und okay, es wird also ein bisschen dauern heute. Könnte man auch wieder so Thema, der Film, der ein Film ist. So. Und wer dann da eben guckt, $7. 50 Cent. Oh. Auch für mich merke gerade so, ne? Also dass ich tendiere so ein bisschen dazu, so diese erste Szene schnell drüber hinwegzugehen, weil die kenne ich in- und auswendig. Ja, als Medienpädagoge habe ich mit der auch schon vielfältig gearbeitet. So, ich finde, das ist ein wahres Geschenk für sozusagen in einer kompakten Sequenz, die einen nicht mit also Handlung quasi, also oder wie soll ich sagen, also es belästigt mich nicht mit lauter Dingen, über die man jetzt irgendwie nachdenkt, sondern es ist sehr sinnlich so, ne? Und vor allem sinnlich auf dem, was Film bieten kann, also mit Bildern und Tönen eine Komposition, eine Atmosphäre zu kreieren, und es macht total Spaß, das zu dekonstruieren so. Das ist der Grund, warum ich quasi schnell mal so, wenn ich den gesehen habe, so drüber hinweggehe, so, ja, das weiß ja jeder, das ist ja großartig, bla bla und so. Und ich habe aber heute mich sehr nochmal wieder so zurückgelehnt, um die nochmal so zu gucken, wie sie ist, so nicht in irgendeiner dekonstruierten Version, sondern auch einfach so als, das ist die Eröffnung des Films, also das auch quasi das Kalt, die kalte, der Kaltstart, so, ne, also da werden wir mit hineingeworfen. Und ich muss ja wirklich sagen, das finde ich ja bis heute hoch originell auch. Also im Sinne von, dass ich so einige John Ford und Sam Peckinpah Western gesehen habe. Und sowas gibt es da niemals gar nicht so. Das ist wirklich eine ganz eigene, ganz eigene Welt, über diese Zeit zu erzählen. Ja, und auch die wichtigen Sachen werden ja quasi schon etabliert, ne? Die Eisenbahn als eben der zentrale Punkt. Dann Harmonika, der Frank sucht und ihm guten Tag sagen möchte. Und alles drumherum, was sich da noch so entwickelt. Ja, und das Einbrechen dieser Brutalität, dieser Gewalt, ne? Also dieser verneinenden Zukunftsverneinen, da muss der Telegraph rausgerissen werden und so weiter. Da wird nicht bezahlt. Das ist, als der Westen noch ein Haufen unzivilisierter, schießwütiger Menschen war. Zivilisation kommt und deswegen verschieben sich die Grenzen und sie müssen alle weg. Ja. Stimmt, die Beamten, die dem eine Struktur geben wollen, wirken noch ganz schön lächerlich. Also, ja. Ist auch ein total geiler Shot, ne? Wenn er da so nochmal hinter dieser Tür hervorguckt, der Alte. Und es ist auch schon wirklich zutiefst krankhaft, also dieser Moment mit der Fliege und wie der sozusagen sich dann sozusagen wieder auf seiner Bank wiegen kann, wenn er das Summen der eingesperrten Fliege in seinem Lauf von der Pistole hört. Das ist schon, also das ist auch, also das ist eine Welt der gestörten oder der, also ich weiß nicht, wie soll ich sagen, aber das sind keine gesunden Menschen. So. Die haben sozusagen viel Menschlichkeit opfern müssen für ihren Überlebenskampf da. Oder waren nie menschlich. Ja, das ist ganz schön, das ist ja interessant, roboterhaft auch, auf was man da so trifft. Das ist, ich muss gerade so doof fragen, das ist schon auch, die mich erinnert nur diese eine Schauspieler mal an Jules Brunner irgendwie. Von wegen Westworld, oder? Ja, genau. Ja. Aber es hat, also, aber trotzdem denke ich auch, die sind ja wirklich sehr. Hat die Haltung aber. Ist es so eine Art Western-Figur, die ganz bestimmt davon inspiriert ist? Ja. So, ne? So eine. Er wollte da, glaube ich, auch Clint Eastwood und ich weiß nicht, ob Lee Van Cleef, aber eben so die ganz großen haben. Wollte er gleich haben. Wäre eigentlich perfekt gewesen. Ja. Hallo. Aber ich finde, er schafft übrigens trotzdem, dass ich jedes Mal für einen Moment denke, ja, stimmt, die sind ja noch weiter im Film. Nein, gar nicht. Die überleben die Aber was du eben sagst mit der Gewalt, du hast eben diese
dann im Vergleich elendig lange Sequenz und dann kommt und dann ist der, das ist dann, diese Entladung der Gewalt ist dann wirklich nur dieses eine, jeder gibt einen Schuss ab und das war's so. Wenn überhaupt einen Schuss. Das ist schon geil. Ja, und dann zieht sich das ja weiter mit dem Eisenbahnbau. Also für mich ist ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, die Figur, mit der ich am meisten mitleide irgendwie, oder wo ich dieses, alle gehen ihren Träumen nach und keiner erreicht seine Träume. Der Morten ist, glaube ich, der mich fast noch am meisten fasziniert. Einerseits so dieser Skrupellose, aber andererseits eben auch so, nur so eine Hülle, eben auch wieder, ja, roboterhaft, ne, so eine halbe Maschine. Was ist er eigentlich noch? Kommt gar nicht raus aus seinem Waggon. Hat immer nur noch dieses Bild tatsächlich vor Augen, Ozean. Das Bild des Ozeans. Und krepiert das in der Pfütze. Ne? Und das Musikstück ist auch dann wieder das, was ich so... Diese, ja, ist eine wenn die Wellen Idee, kommt, wie da, viel der kriegt. Also ist an sich eine wahnsinnig unsympathische Figur. Ne? Also wird ja auch sehr klar gemacht. Also der ist eigentlich ziemlich... Also der verkörpert zumindest die Wurzel des Übels. So, ne? Also das... Ja, oder die einerseits ja diese großartige Idee, ne, von einem Ende bis ans andere, dass du beide Ozeane sehen kannst und ne, der Fortschritt, der eben kommt und diese jetzige Welt zerstören wird und Zivilisationen bringt, aber naja, so ganz gesittet geht es ja eben dann auch wieder nicht zu. Also explizit nicht, also besonders schlimm. Also genau, also es kommt ein neues Zeitalter, aber es ist genauso korrupt, brutal, es hat eine andere Währung, die Menschen können sich nicht einander verstehen, aber es gibt keine Illusion darüber, dass die Zeit nicht, sie wird scheinbar zivilisierter und so. Und vielleicht können ein paar vielleicht lange überleben, aber korrupt und brutal ist sie allemal. Also das war so dieses Amerika-Trilogie-Gefühl auch, dass ich für mich so heute so stark anfühlte. Also worauf, also das ist die Geschichte, auf dem sich sozusagen auf Schicht um Schicht das alles aufgebaut hat. Und es ist immer eine Geschichte der Gewalt, der Korruption, wo sozusagen niedere Instinkte das ganz stark prägen, also das Land sozusagen im wahrsten Wortsinn prägen, so, ne, also mit den Wegen, mit den Städten. Ja, Geschichte ist ja auch, ne, mit Es war einmal, ist eigentlich sogar Märchen eben noch mehr. Und es ist immer vom Verrat geprägt, alle, ne, also auch bei Dakyusaka gibt es so eine ganz schlimme Verratsszene, mit einer Erschießung, ja, ne, mit so einer Massenexekution. Die Revolution als Erlösungsidee von dem Korrupten. Alles eine Illusion, wird immer, dann, immer, ja, genau, ja. Immer und immer und immer und immer wieder. Das musst du jetzt aushalten, auch wenn du die noch nicht gesehen hast. Das ist nee, und der große Freundschaftsverrat ja dann sowieso bei Es war einmal in Amerika und so weiter. Und interessanterweise ist, ich finde ja, The Good, The Bad and The Ugly ist ja auch, also ich finde, habe immer früher gedacht, das wäre ein Teil dieser Es war einmal, weil wir einen amerikanischen Bürgerkrieg mitbekommen. Aber da geht es eben den Figuren um die Kohle und die streifen sozusagen an der Geschichte vorbei, ne? Also während dort die Süd- und die Nordstaaten sich sinnlos ermorden wegen einer blöden Brücke, die nichts bedeutet, rutschen die da so vorbei und lösen das Problem nur, um an die Kohle zu kommen. Und in diesen drei Filmen sind unsere Figuren sehr stark in die Geschichte immer mit eingebunden. Also sie werden Teil der Revolution. Sie sind hier Teil dieses Eisenbahnbaus. Sie sind also unmittelbar, sie können eben auch nicht dieser Modernisierung auch nicht entfliehen oder den Veränderungen, die anstehen. Das ist vielleicht nochmal, aber das Thema ist auch in der Dollar-Trilogie und so weiter. Also ich spüre auch schon immer dieses sich ausspielen, ne, für eine Handvoll Dollar der beiden Gangs und so weiter. Diese Korruption des Menschen, das Ringen um Moralität, oder? Ja. Ich weiß es nicht. Es ist ein ziemlich zynischer Blick auf Menschen auf jeden Fall. Ein spannender, hoffnungsvoller, irgendwie auch ehrlicher. Also das sieht da ganz oft in Kindern, finde ich. Ganz oft gibt es so Kinderfiguren oder so hilflose Menschen, denen er ganz viel Raum gibt und in der Übergröße ihnen zuschreibt. Wirklich liebevoll und ein großes Herz. Ich habe irgendwie das Gefühl, durch diese Momente, und da liefen mir auch die Tränen runter, als der kleine Junge rauskommt und die Musik setzt ein und er sieht, alle sind tot. Alle sind tot. Und dann Henry Fondas miese Fresse. Es ist unglaublich, wie der aussieht. Ne? Sie sehen erst noch so ganz leicht schmales Lächeln und dann kommt halt der andere aus seiner Gang. Ja, Frank. Frank, jetzt wo du meinen Namen gesagt hast. Glück, dass du meinen Namen gesagt hast. Jetzt darf ich ihn sogar erschießen. Ja. Also es ist nichts, ne? Und das berührt mich sehr. Und solchen Leuten gibt er viel Raum und bei allen anderen geht er sehr scharf ins Gericht und hinterfragt die und lässt diese Figuren
genug Raum, um schmutzig zu sein. Das finde ich eigentlich ziemlich schön. Ja, ja. Und nicht nur äußerlich. Ne? Ja, und Schmutz ist überhaupt wirklich ein schönes Element in diesem Film. Ich würde total gerne jetzt gleich auch weitermachen mit zu Henry Fonda und die Figur, die er ist und dass es Henry Fonda spielt. Aber nur kurz zwischengeschoben, weil wir gerade das hatten, so mit, dass wir ja eine überschaubare Filmografie haben von Sergio Leone, was ja irgendwie dankbar ist zum Thema, also was sind wohl die Dinge, die den Filmautoren da sozusagen umgetrieben haben? Also wir haben da drei Filme in der Dollar-Trilogie, wir haben da diese drei Filme in der Amerika-Trilogie. Und was ist jetzt noch? Koloss von Rhodos. Der irgendwie keiner richtig genau bespricht. Und dann natürlich noch die halbe Regie. Er hat gesagt, den hat er nur gemacht, um seine Hochzeit zu finanzieren, sagt Wikipedia. Also es ist einfach so, es ist eine. Aber er hat sonst halt als Produzent und ich glaube auch als Autor noch so diverse. Ja, also gerade der Produzent noch. Oder Regieassistent auf jeden Fall. Ja, das ist ja dieses mit Sergio Corbucci. Genau. Ja. Gerade der eine, der finde ich so gut finde, also My Name is Nobody. Ja. Das heißt es immer so, das ist irgendwie so halb und halb. Ja, also, gibt's so. Und Henry Fonda spielt mit und so. Ja, weiter. Ja. Und ich finde, der ist auch ganz schön spektakulär. Ja, ja. Also das würde mich, also ich sehe da eine Handschrift von Leon. Total. Okay. Ich dachte, es gibt jetzt noch dieses eine Werk, auf das ich jetzt gerade nur nicht komme. Der Koloss von Rhodos. Gute. Und er hat auch bei Ben Hur mitgemacht und so weiter. Also es gibt so Sachen, wo er mitgewirkt hat. Und noch so ein Riesenfilm auch. Ben Hur und also so große Dinger, wo auch Corbucci mitgemacht und so. Ja, oder, okay. Also es ist schon interessant, wie das alles so zusammenhängt und dass sowas nicht einfach von sowas kommt. Das finde ich immer sehr spannend, wie Leute so anfangen. Deswegen auch Dario Argento. Ne? Also sie entwickeln irgendwann ihren eigenen Stil, aber wie sie so angefangen haben, überhaupt erstmal Film aufzusaugen, ne? Und ein Teil eines kreativen Prozesses sind und dann sich auf den Weg machen und zu sagen, was ist das Unique, oder das Einzigartige, was ich schaffen kann. Ja. Also das finde ich schon, sind eben keine Idioten, ne? Die wissen eben von seit Kindertagen an, wie man Film macht. So. Und er hat auf jeden Fall ein unglaubliches Gespür für Besetzung und wahrscheinlich auch ein großes Überzeugungstalent, weil ich weiß gar nicht, wie sich ein Henry Fonda gefühlt hat, ob das schon was Name war, Sergio Leone, oder ob er noch eher so dachte, was will dieser Italiener, diese Western machen oder so. Und vor allem, warum will der, dass ich diesen abgrundtief bösen Menschen spiele? Ich bin der Mann aus Die Zwölf Geschworenen. Ich bin das moralische Gewissen, die moralische Instanz von Amerika. Also deswegen verstehe ich natürlich schon, warum das vielleicht auch sehr reizvoll war für den. Das ist doch bemerkenswert. Fällt euch gerade noch dieser andere Film mit Henry Fonda ein, indem er einen Bösewicht spielt? Ich weiß das gar nicht. Also der falsche Mann auf jeden Fall, jemand auch wieder unschuldig. Zwiespältig, ne? Nein, ich will nur sagen, Alter, ist ja auch eher das, da lebt ja auch das Gewissen oder Früchte des Zorns und so weiter. Also schon immer ein Mann, zu dem ich aufschaue oder Henry Fonda eben so. Ja, ich habe immer nur noch im Kopf eben der Frauenmörder von Boston aus dem gleichen Jahr von 68, von Richard Fleischer ist der, glaube ich, wo er eben den ermittelnden Kommissar spielt und den, also auch natürlich die positive Rolle. Genau, eine negative. Ja, keine Ahnung. Ja, genau. Und deswegen, dass der Hitchcock-Film deswegen auch so spannend ist, weil man hin und her gerissen ist, weil man das ihm einfach nicht zutrauen will. Dass da gleich eine Ambivalenz hat. Und trotzdem ist Claudia Cardinale an erster Stelle genannt. Achso, ja. Kleines Detail. Ja, wer weiß, wofür er sich damit entschuldigen wollte. Aber, me too. Pass auf, es gibt irgendwie, er hat jetzt in den Extras irgendwo irgendwie der Satz gefallen, er wollte sozusagen zeigen, dass es das Ende des Patriarchats und der Beginn des Matriarchats. Und, ist ja auch ein Thema, ja. Ja. Kann man sich dann natürlich, also klar ist auf jeden Fall, dass die Vertreter dieser alten Welt, oder Charles Brown sagt ja, Ancient Race, ne, Just a Man, und die sterben ja alle, außer Charles Bronson, der es noch schafft, in diesem letzten Schwenk, die Eisenbahn, da hat sie noch keine Gleise, da kann er noch kurz ein Stück wieder wegreiten, aber wir wissen, die sehr kommt halt. Begrenzt, ja. Der trägt die Boot schon mit sich und so. Ja. Oh ja, und der Ozean ist auch nicht mehr weit. Also die. Was ist der Satz, den er sagt? Sag's mal auf Deutsch. Also Henry Fonda kommt, dann was bist du? Ich bin auch nur ein Mensch oder so, also ja. Man. Und dann sagt er Ancient Race, also alte Rasse oder. Was? Aha. Je nachdem, wie man das jetzt wertet, aber die gehören zum Einschlag, die beiden Männer, die müssen das so austragen. Die können nicht weg. Aber die können auch nicht bleiben, vor allem. Die müssen weg, aber in ihrer Welt bleiben, die aber immer kleiner wird. Ist natürlich schön, dass dann auch ganz am Anfang die Indianer noch rausgeschoben werden aus dem Zug. Ich habe den ganzen Zug zu entleeren, kommt raus hier. Naja.
Das ist gut, was er so nebenbei immer wieder so eine. Ja. Mal reingut, von der Claudia Cardinale da hat er auch ihre zwei Träger, die schwarzen da. Ja, und dann wird da plötzlich ein Typ im Rollstuhl durch die Gegend geschoben. Also es wimmelt, also gerade diese Claudia Cardinale-Szene ist ja voll von Sachen. Also Mann, ist das da schmutzig und staubig und wow, was ist das für eine geile Ausstattung. Ja, sie hat nicht da alle putzen, sauber machen müssen. Die auch zum Schluss mit von der Lok noch springen als Arbeiter. Also mir kommt das tausend, also ohne jetzt das bewusst zu erinnern und vielleicht doch nochmal gezielt danach zu gucken. Ich finde schon auch, dass Sam Peckinpahs Western schmutzig und desillusionierend waren, was das anging. Aber mich überrascht das, also ich habe so das Gefühl, dass das nochmal eine besondere Qualität, vielleicht weil er das kombiniert mit diesem opernhaft über, also weil das sozusagen auch die fetten Totalen im Monument Valley gibt und trotzdem diesen Schmutz, also dass das so nah beieinander ist, finde ich ziemlich großartig. Auch das übrigens, wenn es das erste Mal kommt, wenn Sam oder weiß ja der Kutscher da sie halt bringen soll und dann eigentlich super ausgedrückt. Und diese eine Szene, komm, jetzt machen wir nochmal schnell, dass wir die hier nochmal zu wegscheuchen, ne? Aber auch er weiß, er ist schon so ein alter Mann, der Kutscher. Für ihn ist die Eisenbahn auch nichts. Und das ist eben dieses. Das ist eine tolle Szene. Die Welt aufeinanderfallen, ob er komplett klar einmal ist. Einmal Alarm macht er auf jeden Fall nochmal, indem er da schnell durchpeitscht. Ja. Der Abgesandte, der letzte Ritt, den er da nochmal durchmachen kann, bevor dann. Die, also das muss ja dann auch drei Wochen oder zwei Tage später innerhalb der Geschichte muss ja schon dieses Gleis dann verlegt sein, wo er sonst immer rübergeritten ist über den freien Weg. Da kreuzt er dann jetzt die Eisenbahn. Also auch da eben, ne? Eben die, dieses, ja, dieser Einschub der Technik, der Zivilisation eigentlich, der eben Teil dieser neuen Welt ist, der neuen Weltordnung und die Männer, die da noch nicht genau wissen, was sie damit nur machen sollen, wie sie da zurechtkommen sollen. Weil ihr jetzt auch vorhin schon so ein bisschen beide gesagt habt, dass das vielleicht, ja, also es ist, also vielleicht ist es ein Stück weit zu überzogen oder vielleicht jetzt nicht so wertend, aber also ja, da wird ganz schön, also wird mit sehr deutlichen, sehr opernhaften Momenten gearbeitet. Passt das dann, also geht das für euch? Könnt ihr das verknusen, dass Henry Fonda also quasi so scheinbar eindimensional böse ist? Also ist ja wirklich sadistisch, also eindimensional, also ich versuche mich so ein bisschen daran langzuhangeln, was sie eben, wie gesagt, die haben alle ihre Träume irgendwo oder ihre Begehren. Wovon träumt Frank? Frank träumt davon, wenn er ganz kurz sagt, hier, stell dir vor, du bist meine Frau und wir leben da auf der Farm und, ach nee, scheiße, es passt nicht. Es wäre irgendwie schon geil, aber das kann ich nicht mehr sein. Und das ist der Traum, den er auch aufgeben musste quasi. Und da zeigt er ganz kurz, schön, er ist irgendwie. Ich glaube, dem da kein Wort, aber. Dieses Leben wäre eben nichts für ihn oder nicht mehr für ihn. Und das wäre eben so eine, er kann nicht der Geschäftsmann werden. Da hat Morten, sagt Morten ihm auch ganz klar, diese Waffe verstehst du nicht mit dem Geld, das kannst du nicht umgehen. 5.000 und ein Dollar, da kauft sich einen Drink für. Also das stimmt, also was ich da habe, ist, ich krieg da so, also bei der Frau genauso wie, bei Claudia Cardinale genauso wie mit dieser Geldgeschichte, wenn er da auch so sagt, ich merke so, wie das hier hinter diesem Tisch, da wird er ja so gefragt, wie fühlt sich das an, da so an diesem Tisch so, und dann merkt er so, also Geld ist auf jeden Fall Macht, das fühlt sich an wie Macht, also sogar noch mächtiger als das, was ich hier so mit meiner Waffengewalt machen kann. Also da habe ich das Gefühl, ich sehe auch so einen kleinen Jungen so, der gern, also der sozusagen das gern auch noch hätte so, und quasi sehe dann auch ein bisschen unbeholfenen Jungen, der da so an dieser Frau irgendwie, also das gibt mir also zumindest sowas von, ist genauso auch ein armes Würstchen wie alle anderen auch, ne? Aber ansonsten ist der, finde ich, schon wirklich wahnsinnig einseitig, sadistisch dargestellt. Voll, also stimmt zu. Und für mich ist das eben alles dieser Mantel, dieses Ding, was er sich umgepackt hat, weil er weiß, wenn ich irgendeine Spur offen lasse, das holt mich wieder ein, und dementsprechend ist es natürlich auch. Und er hat sozusagen, oder aus meiner Sicht hat er eben zumindest gelernt, okay, wenn ich überleben will, dann muss ich wirklich so einen Panzer um mich rum machen. Entweder mache ich eben so einen Eisenbahnwaggon um mich, wie Morten das macht, oder bin halt der beste Schütze im Westen oder so. Eine Armee um mich herum gebaut oder so. Ne? Ja. Aber dass dann niemand an mich rankommt. Und dann, das ist das einzige Mal, wenn er dann so, ich weiß nicht, ich glaube, wenn er da mit Claudia Cardinale liegt, ist auch das, wo er am wenigsten Kleidung anhat, dann mal, ne, glaube ich. Abgesehen jetzt vielleicht, wenn er seinen Mantel zum Schluss ablegt, wo er dann mal so ganz leicht eben durchblicken lässt. So, das hätte, vielleicht wäre an irgendeiner Stelle in seinem Leben, hätte er auch diese idyllische Ehe irgendwo auf dem Land eingehen können, aber die Abzweigung ist so schnell hinter sich gelassen worden, da auch die, also den Traum musste er begraben. So.
Es hat mich immer sehr, also sehr, es war für mich das nackte Grauen, wenn Henry Fonda, also weil er ja auch immer so, also immer wenn ich so denke, das kann jetzt nicht noch schlimmer werden, ist schon ganz am Anfang ist das so krass, wenn er also auch noch die Schuld auf seinen Kollegen schieben will, dass er jetzt den ganz Kleinen tötet. So, ne? Ja, aber wie gesagt, also, das ist eben, er weiß, okay, ich kann diese Spur, also ich muss das machen, weil irgendwann könnte mich das einholen, ne? Dieses. Ja. Eigentlich müssen wir dieses. Es ist Kind, jemand, der massiv verdrängt, ja. Es ist dieses, ich muss nach diesem klaren Kodex leben, sonst bin ich tot. Und das holt ihn ja eben dann auch ein. Das stimmt. Und also, das ist also quasi sein, also das personifizierte. Aber das, was du ja meinst, ist, das kann sein, aber es tut ihm nicht leid, sondern der Kodex oder der ist ihm gut. Also, ich sehe diesen Mann, also diese ganze Widerwärtigkeit in dem Kautabak, dieses ganze, also, was kann ich ihm noch alles machen? Sozusagen auf die Menschheit, auf die Schwachen runterspuckt und das genießt. So, ne? So. Also, wenn diese blauen Augen anfangen geil, ne? Zu leuchten, weil er einen Achtjährigen erschießen kann oder sowas, dann ist der so hässlich plötzlich. Ja, für mich, das ist wirklich, oh Gott. Ja, so krasse Umdeutung. Ich kann mir auch wirklich vorstellen, da sind wirklich Leute also nah an der Traumatisierung einfach, weil was macht der Vater da so? Ne? Also, in den 12 Geschworenen hätte er ihn noch freigesprochen. Ja, aber ist auch geil, wie die Kamera so, ne, von hinten. Ja, und dann ist es eigentlich fast noch auf Kopfhöhe und dann fährt sie rum und fährt auch so von unten so leicht, dass er plötzlich noch größer wird. Und dann, ja, wie gesagt, dann kommt natürlich der Schauspieler dazu mit diesem leichten Lächeln auf den Lippen und dann, Frank, okay, ja, scheiß drauf. Ich meine, was mir gerade nochmal auch eingefallen ist, also das ist ja ein Film, der sozusagen, gerade weil er sich manchmal auch in dem Operhaften fast schon zu verlieren droht, also dass wir einfach also die Situation sich an vielen Stellen dehnen durch Musik und wortlose Handlungen, also wir einfach zum Beispiel länger einer Figur folgen und also deswegen das immer wichtiger erscheint, was die Leute tun, als das, was sie jetzt vielleicht sagen, also das ist manchmal fast schon profan, was manchmal so gesagt wird, oft auch Wiederholungen drin, also es hat was Redundantes und es hätte, also und dann gibt es diesen Moment, dass aber Henry Fonda ja sehr bewusst wahrnimmt, da ist jetzt, also wenn sozusagen Charles Bronson da ist, wenn er präsent ist, gibt es, also das ist schon so, also da gibt es schon so eine Ahnung bei Frank. Das hat was mit mir zu tun, ich weiß nicht was und ich will das auch eigentlich überhaupt nicht wissen, was ja sogar am Ende dazu führt, dass er quasi ja gar nicht anders kann, wie magnetisch angezogen dahin muss auch. Ne? Also er kehrt dann auch wieder zurück. Ist sein schlechtes Gewissen. Charles Bronson ist sein schlechtes Gewissen und er nennt auch nur Namen, an die er sich ziemlich gut erinnern kann. Der sagt das ja auch mal, das ist ja eine geile Idee auch, ne? Mit dem Namen. Sind das eigentlich manchmal Namen von Western-Schauspielern? Also zumindest bei Jim Cooper da. Aber ja, okay. Nee, weiß ich nicht, habe ich auch nicht mal geguckt. Aber er, ne, dieses. Aber kann sich gut erinnern und er kann sich auch erinnern, er muss ja nichts weiter sagen, wenn er ihm die Mundharmonika in den Mund schiebt. Und doch, im Deutschen muss er da was sagen. Ach so, wirklich, das, ja? Das ist sagt der, da sagt er schließlich vom Tod. Da sagt Charles Bronson im Off. Nein, also genau, im Off. Also, nein, nicht Charles Bronson, Henry Fonda. Doch, Charles Bronson sagt das. Nein, Henry Fonda. Henry Fonda sagt ihm, keep your loving brother happy, in der Rückblende. Sagt er im Deutschen doch? Nein, und im Deutschen ist, wenn Henry Fonda sagt, wer bist du? Dann macht Charles Bronson, hält die Mundharmonika hin und wir sehen die Mundharmonika. Na los, spielen wir das Lied vom Tod. Aber davor. Und ich glaube, das kann natürlich sein, dass Loving Brother Happy sagt, doch auch ja schon spielen. Dann ist es natürlich, ist natürlich dann logisch, damit diese Verbindung da steht. Ja, nee, ist richtig. Das habe ich auch gedacht, das Gleiche. Und ich habe nämlich immer, die Szene kenne ich natürlich irgendwie schon. Die ist eine, so, ich habe immer gedacht, das wäre sein Vater. Und ist eine Vaterfigur, den er aus seinen Schultern hat. Achso, über den Bruder, dass es sein Bruder ist. Klar, aber ist richtig, ist natürlich richtig, dass Henry Fonda das sagt, damit Charles Bronson ihm das sagt und er dadurch die Erkenntnis hat. Ja, und im Englischen oder im Original reicht es eben, er weiß die Mundharmonika. Ja, das ist die Erinnerung, klar. Und im Deutschen ist dann eben, spielen wir das Lied vom Tod. Also wie gesagt, wir sehen nur die Harmonika, die er ihm dann in die Fresse schiebt. Ja, so ist das. Ja, ne? Also war für mich dann auch so eine Erkenntnis. Weil das immer dieses das ist ja das, was du gesagt hast. Ne? Also das ist so, er hat den Mantel, auch den Mantel der Freude und den Mantel des Sadisten, aber er kann sich ziemlich gut und ziemlich schnell an seine Sünden erinnern. Ja. Ist auch stark der Gegensatz dann zu Claudia Cardinale, ne? Die eben erst in Schwarz kommt, und wenn sie dann nachher das erste Mal in die Stadt kommt, so komplett in Weiß. Die Hure mit dem Herz aus Gold. Ja. Der so alles so, ach komm, wenn du jetzt was willst hier, Cheyenne, komm, dann mach doch. Ich brauche nur warmes Wasser und dann ist schon wieder alles fertig und ist nichts anderes. Ist ja eben so als unerwartet tough gibt. So geil mit der Nachtszene, ne? Wer ist da?
schießt sie da immer noch. Keine Scheu, die Frau. Ja, also sind übrigens auch, das sind so Szenen, die hab ich vorher noch gar nicht, sie haben noch gar nicht funktioniert. Also erst als ich jetzt gesehen habe, also ne, wenn da sozusagen im Dunkeln in der das brennende Streichholz runterfällt, das habe ich vorher gar nicht gesehen. Das ist gar nicht auszumachen, irgendwie auf dem heimischen Fernseher. Ist halt Schwarzbild gerade, oder? Ja, ja, ja. Aber hat man noch was selten? Man sieht nur den Streichholz, ne? Mehr sieht man nicht. Genau, man sieht nur, aber, und sieht nee, halt, aber du, ich sehe halt auch wieder auf dem Boden. Ja, tanzt dann noch. Ja. Auf dem Boden fallen, ja. Ja, genau. Das Ding fällt einfach runter. Ach ja. Shit. Ich finde es auch schön, dass ne, also auch Cheyenne, der irgendwie so als der Bösewicht, aber auch er natürlich so, ja, ich kann nicht auf den Krüppel schießen und ja, Hunderte von Hunderten oder Tausende von Tausenden, sie nennen es eine Million. Nein. Es gibt diese Figur wirklich, weil du das diesen Eli Wedek-Witz gemacht hast aus Bad Good, also der hässliche sozusagen. Genau, der Ugly One. Genau, Eli Wedek oder eben Rod Steiger in DocuSucker. Immer so eine Figuren, die sozusagen, wie soll man das sagen? Der liebevolle Dieb, der Kleingauner. Ja, der Hofnarr vielleicht ja, auch. Ja, also so der ist auf jeden Fall sehr bauernschlau, der ist lief, der ist pfiffig, aber er versteht eigentlich den großen Zusammenhang nicht. Aber das ist natürlich auch der coole Kniff dann eigentlich, ne? Weil wir mit ihm dieses, es gibt einen ganzen Haufen von Warums, ne? Und wir mit als Zuschauer gehen natürlich mit, was ist denn eigentlich das Warum? Ja, genau. Erklärt uns das doch mal. Also indem wir dann sozusagen, ist eine gute Exposition ja quasi, ne? Dass wir sagen können, der ist halt nicht so schlau, deswegen versucht er sich jetzt auch zusammenzureimen und dadurch, dass er sich das den anderen erzählt und so, kriegen wir Zuschauer das dann auch mit. Das ist so ähnlich ist die Clint Eastwood-Figur in The Good and the Bad. Also es gibt diese wortkargen, alles durchschauenden Leute, die, also auch James Coburn ist das auch, ne, bei DocuSucker und so. Also ich finde das ja sehr gut, wirklich, also Claudia Cardinale, das hast du schon richtig gesagt, um das nochmal zu sagen, wie die auch mit Kontrasten arbeitet, dass die schießt und so weiter, aber für mich ist es trotzdem irgendwie so ein Männertraum. Und wenn er sie als erstes nennt und vielleicht ist das ein Versuch und vielleicht kann auch Leone nicht aus dieser Welt raus, in der er geboren worden ist muss ich aber auch dazu sagen, dass ich eigentlich nie einen Film gesehen habe mit Claudia Cardinale, der mich beeindruckt hat, wo ich dachte, das ist eine spannende Frau. Ich finde, dass die auch hier physisch vor allem gut funktioniert. Große Augen, klar den Blick halten, auch ganz klar weiblich inszeniert, aber ich finde, dass alle anderen Figuren doch viel mehr Facetten haben des Spiels und eigentlich für mich eine bessere Arbeit erfahren. Hab ich das Gefühl. Also ist nicht, dass mir diese Figur egal ist oder dass sie mir nichts bedeutet oder sowas, aber sie ist irgendwie nicht richtig geglückt. Ich weiß vielleicht dieser Punkt, dass die anderen sind halt, darum dreht sich das und sie ist halt die irgendwie so, sag ich mal, reinrutscht und aber eben diejenige, die jetzt auch quasi für die nächste Generation steht, oder was ich meinte, von wem das Matriarchat würde jetzt beginnen, wollen auch noch gucken, ob das so ist wirklich, wenn sie ja zwischen 100.000 Männern steht. Ja, und auch einen Popoklaps mal einfach wegstecken soll oder sowas, das ist jetzt nicht so schlimm. Ist das was Jason Roberts ihr rät, wenn du einen Klaps auf den Hintern kriegst? Wenn es mal macht, was tut egal. So, als was soll's. Ja, egal. Ja. Genau. Ja, das hat fast was Göttliches. Also es gibt ja die Szene, wo die auf dem Bett liegt und wird durch diesen schwarzen Schleier. Das ist ein Unglaublich. Also es gibt wirklich unfassbare. Die übrigens sehr nah an dieser Robert De Niro liegt im Opiumbett, was das, weil man in Amerika ist. Ne? Also fast die gleiche Idee. Auch, dass es quasi was gibt, was eigentlich den Blick verstellt, dieses so ein Muster, Schleier. Und durch das Ranzoomen irgendwann die Schärfe das durchdringt. Genau. So, Allgemein haben wir das öfter mal bei Claudia Cardinale, dass wir sie nicht ganz oder nur indirekt irgendwie sehen, mit dem Spiegel mal, wo sie in den Spiegel blickt. Also wir haben natürlich auch ihren Blick in die Kamera und dann Station und zum Schluss diese leichte Unschärfe. Ich glaube, ich breche echt nochmal eine Lanze für Claudia Cardinale, weil dieser Moment, wenn die, bevor sie rausgeht am Tag, nachdem sie auf dieses Feuer geschossen hat, so, ist es ja am nächsten Morgen. Sie weiß nicht, ob da jetzt irgendjemand draußen ist, so, und sie legt jetzt auch die Waffe zur Seite und will nochmal raus und ich glaube, vorher guckt sie nochmal im Spiegel, so ist mir, als wäre das die Szene. Und dann driftet die halt kurz ab. Also dann ist das sozusagen kurz ein leerer Blick. Und das hält sich jetzt so lange, dass ich beginne neugierig zu werden. Also auch in meinem Kopf
driftet es kurz ab. Also, wo ich so denke, wow, dass sie diesen Moment halten kann, also ich, also das fasziniert mich schon sehr. Und ich merke auch, dass da schon eine Menge drinsteckt, auch, also, dass die Hure, die neu anfangen will und dorthin kommt und also nicht ja, entspannt. Ja, ja, wirklich. Also auch im Sinne von, also. Der ist auch. Naja, es ist. Oh, was kann da passieren? Nee, aber es ist richtig, ne? Dieses. Ich habe auch kurz überlegt, oh, jetzt ist eigentlich so, das, so wie es im Rest des Films ist, müsste jetzt eigentlich gleich eine Rückblende oder sowas kommen, ne? Und dann habe ich gedacht, nee, wir sind doch viel zu weit weg. Bei den anderen Rückblenden sind wir wirklich schon so, dass wir die Augen im Fokus haben, also wirklich nur noch die Augen im Bild haben auch und. Dann kommt eben einmal so Rückblende kurz oder so ein verzerrtes Bild, nicht verzerrt, sondern unscharf irgendwie, vielleicht ungeschärftes Bild. Ich würde jetzt mal so eine steile These machen, die meisten Männer dürfen immer was im Schuss, Gegenschuss miteinander, da haben die auch tiefgehende innerliche Momente, die sind aber immer im Zusammenspiel mit anderen. Ja. So. Claudia Cardinale hat das alleine so, die ist immer alleine gelassen und überlegt so, macht sich so wie vielleicht, also will sie jetzt rausfinden, was ihr Mann hier vorhatte, um das, ist das mein Weg oder wo ist mein eigener Weg, wo ist meine Position und lasse ich mir das sagen, probiere ich das selber aus. Ja, sie handelt eben nicht richtig, ne? Ja, Leute, Männer regeln das alles. Das kann nämlich zum Beispiel sein, warum du das vielleicht als nicht so toll empfindest, weil sie quasi mit jedem der drei Männer, ja mal so kurz wird eben durchgespielt, na, wäre das jetzt was für die Zukunft, aber es ist ja eigentlich eher aus Sicht der Männer, ne? Ist das für die eigentlich eine Alternative und wir merken bei allen drei, nee, also der seine Rache sucht, wissen wir auch nicht, was den jetzt noch weiter antreibt, außer wegzulaufen von der Freisenbahn, der Böse sowieso nicht und der Verbrecher, ach, der muss immer an seine Mutti denken. Ja, genau, ja. Ja, der kann nur noch rückwärts denken, der kann nicht mehr vorwärts denken, das ist meine Frau, sondern eine Frau erinnert ihn automatisch an seine Mutter. Der ist raus aus der, ist auch ein seltsames Sexuelles. Es stimmt schon, was ich merke, es ist natürlich unentschieden, also es gibt Momente, in denen Claudia Cardinale offenbar immer mehr sozusagen an Kraft gewinnt und dann muss trotzdem zum Schluss ihr Jason Roberts mal erklären, wie das ist, ne? Was hier läuft und was nicht läuft und sie kann trotzdem nicht umhin. Und ist eine gute Küchenmarkt am Ende. Ja. Also es gibt wirklich tausendfach stärkere Frauen und so weiter. Ja. Und ich finde die Gewitztheit und die Verschmitztheit, die er mit, das meine ich, wenn ich finde, dass er mit Männern unglaublich gut umgehen kann. Ja. Da ist so viel, sie konterkarieren sich selbst, dann sind sie wieder gefangen, dann gibt es einen Moment der Wahrheit. Also wenn Charles Bronson zurückdenkt und plötzlich wirklich das Trauma zuschlägt, ne, und die Erinnerung, ist er plötzlich alles Verschmitzte weg, alles, der kommt ja immer als der lächelnde Typ, der nichts zu verlieren hat eigentlich dorthin und wie da Brüche sind, das finde ich wahnsinnig spannend und dann tötet er ihn und verändert, was auch immer so, aber hält so hin für eine Inszenierung, anstatt dass sie ein Eigenleben entwickeln kann, sie ist so gemacht von einem Mann und der möchte jetzt gerne, dass die dann den Trog umrungen von hunderten von Männern so eine Maria-Figur ist oder irgendwie so, dass die denen allen was einschenkt, das hat irgendeine religiöse, ich habe davon zu wenig Ahnung, ich kann es immer nicht entschlüsseln. Aber es ist Maria ist die Mutter Gottes. ja, sozusagen. Oder des Sohnes. Und wer ist eigentlich der Heilige Geist? Naja. Sie bringt eben das Wasser, das lebensspendende Wasser. Ja. Sie hält den Laden am Laufen. Ja. Sie ist die neue Version des schmierigen Barkeepers, den wir zu Anfang erleben. Ja. Ich meine, das ist auch so eine, finde ich, so diese schöne Beobachtung, wenn du sagst, so die profanen Dialoge, ne? Wenn eben Cheyenne kommt da rein und diese ganze Szene, diese Spannung und dann kommt wieder dieser Leone-Witz dazu in diesem, ja gut, das war's jetzt, die Szene ist vorbei, wir können jetzt weiter über meinen Cousin aus New Orleans reden. Natürlich, super. Weil das ist der Alltag, der da gezeigt wird, deswegen gibt es auch dann diesen Dialog einfach. Ja. Ja. Es gibt ganz viele richtig gute Szenen. Das und es ist sogar auch nochmal so ein Meta-Kommentar, also ich nehme hier mein ganzes aufgesetztes Überinszenieren selbst nicht. Ja, genau. Also ich kann darüber auf jeden Fall schmunzeln, so, ne? Also das ist total schön, das mag ich auch. Also es gibt ja immer wieder so Momente, also meistens hilft wirklich Ennio Morricone mit oft überraschenden Genau, ja. Eigentlich ist es immer der, ne? Der ist so ein bisschen. Und dieser Break auch in der Musik, ne? Ja, Cheyenne, ja. Sich dieser Mann alles ausgedacht hat. Ich bin so froh, dass ich einmal das Konzert erlebt habe. Ach so, wirklich, ja? Ja. Da hat er viele Melodien von sich gespielt, ja? In Hamburg war das. Und morgen ist hier, also hier in der Stadthalle, ist morgen. Ennio Morricones tollste Musiken. Ich weiß nicht, ob die da mehr als 5 Stunden oder 6 Stunden, wie lange sie spielen wollen, aber ohne Idee. Nee. Ah, das ist ja schön. Also das war zum Beispiel auch bei der Einleitung, da habe ich so gedacht, okay, zu diesem Film kann man natürlich auch 3 Stunden eine Einführung machen, das ist überhaupt kein Problem, da kannst du dir irgendeinen Aspekt raussuchen. Ich habe nicht mal die Musik erwähnt oder so, ne? Also, pff, was
was so viele tolle Sachen sind. Und ich finde, diese Musik ist auch einfach der Hammer. Und man merkt auch, finde ich, dass wirklich, wenn die dann eben immer sagen, ja, die Musik war vorher aufgenommen und dann hat er versucht, das so zu schneiden oder hat die am Set auch laufen lassen, einfach schon die Musik, dass die sich dazu bewegen. Ich glaube, wenn zum Beispiel der Mantel runterfällt oder so, ganz am Schluss, das ist so ein Moment. Ja. Und so. Also was mir da übrigens auffällt, ist, dass ich es krass finde, wie also wie gerade, wenn es intensiv ist und wenn dann sogar noch die E-Gitarre mit reinkommt, so, wirkt das nicht unglaublich modern, so, ne? Also da merke ich so, da also die Momente, wenn Ennio Morricone und Sergio Leone quasi so richtig auf die Kacke hauen, dann überspringen die 50 Jahre wirklich fliegend. Also dann sind das wirklich fette Kinomomente und die auch plötzlich, also ich vergesse in dem Moment, wo ich bin und was für eine Zeit, also ich kriegt das dann gar nicht mehr, also das überwindet das. Ich meine, ich bin so gerade in der finalen Szene, wo er eigentlich so wirklich, ne, wir wissen, okay, Leone ist der das wirklich alles aufbaut, bis zum letzten, bis du eine sagst, jetzt schieß endlich oder so, ne? Also bis du diese Spannung nicht mehr halten kannst oder wo der eine sagt, oh, ist jetzt langweilig, jetzt komm noch mal zu diesem Schuss und so. Und wie das eben auch im Finale, ne? Du hast das erste, dann kommt der Rückblick und denkst du, okay, jetzt, nein, da kommt noch mal die Musik und die nächste Drehung noch mal und noch mal und dann kommen die Augen aber so groß, wie du sie nie wieder sehen wirst, diese Augen. Und dann passiert's. Und weil du sagst, Kinomomente, das ist mir heute auch wieder so aufgefallen, so dieses, wie oft auch, also diese Bildkomposition einfach, ne? Wie du wirklich drei, vier, fünfte, sechste Ebene da, wo du, also vorne dreht sich einer gerade in die Kamera oder weg so und dann dahinter die erste liegende Leiche, dahinter steht nochmal jemand und da winkt nochmal die Wolke vom Himmel oder so. Also auch das immer wieder. Ja, und die Kameraarbeit, also ich glaube, man kann gar nicht richtig begreifen, wie viele, ich nenne es jetzt immer mal so Plansequenzen, komplizierteste Sachen, wo ich das, das habe ich doch jetzt alles in diesem einen Schwenk gesehen, das ist ja unglaublich und dann zoomt das auf und es fährt und es bewegt sich und verdichtet wieder und ja, also und immer erzählerisch, ne? Also wirklich ein wie soll man sagen, ein meisterhaftes Mitdenken und im Zaum halten oder wie soll man sagen, oder erzählendes Instrument ist die Kamera für ihn immer wieder. Schon am Anfang, ne? wenn sie kommt und dann, also diese Rahmung, wo wir bei der Bahnstation durch dieses Fenster gucken und dann sehen wir, wie sie geht raus und die Kamera fliegt hoch und dann die Stadt öffnet sich und natürlich die Musik dazu. Das ist ja auch, ich glaube, das war bei Zurück in die Zukunft, da hatten sie, ich weiß nicht, wo war das, die Aufnahme kopiert sozusagen, also sich so angelehnt, irgendwas war da oder das Set nachgebaut. Also ich erinnere mich auch, wie Hill Valley so von oben fährt, aber nicht, dass es dann an sowas, also sie geht ja in das Häuschen rein, wir fahren zum Fenster, hören den Dialog nicht, weil die Musik dann da drüber ist auch völlig egal, was explodiert, wenn das so hoch fährt und sie ist angekommen in ihrer neuen Heimat und wird nicht abgeholt. Das ist ja das Dramatische und wir wissen, warum das nicht passiert ist. Und es ist eben nur, ja, es ist ein Ort, der jetzt eigentlich schon im Blut gebadet ist. So, ne? Also das ist dieser neue Ort, der ist besudelt worden mit einem äußerst brutalen Mord. Finde ich auch stark, wie die da liegen auf den Tisch. Die ganze Hochzeitsgesellschaft, ne? Wie sie die da noch so aufgebettet haben. Das ist übrigens auch geil, wie dann plötzlich, also bei der Kutschfahrt, die Kamera plötzlich so in die, auf der Kutsche ist. Also quasi wie aus der Sicht des Kutsches so mitreiten. Ne? Wow, krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. So dafür, dass das ja vorhin so diese Panoramaaufnahmen. Das ist dann die Stelle, wo der alte Kutscher das Gas jetzt gibt. Auslebt, da mal durchzupeitschen. Das, also ich freue mich sehr, dass ich immer das Gefühl habe, es gibt immer, also das, eine sehr erzählerische Idee, die Kamera, also was für eine Position die gerade ist. Und finde zum Beispiel also ich genieße sehr, ich will mal so einen technischen Aspekt reinbringen. Das ist ja ein Film voller ungeheurer Nahaufnahmen. Der Höhepunkt ist wahrscheinlich, also für mich sind zwei Nahhöhepunkte. Das ist einmal, wenn Claudia Cardinale auf die Uhr guckt, so, wir sind unfassbar dicht, kriechen in ihrer Groß und Hand Detail Fläche. Eigentlich schon, wahnsinnig nah. Ja. Und dann natürlich auch wirklich nur die zwei Augen von Charles Bronson, das ist wirklich unglaublich, wenn die so die ganze Leinwand ausfüllen. Und dann wird mir was Technisches bewusst, dass du das sowas nicht mit anamorphen Linsen machen kannst. Wie normalerweise CinemaScope, also Filme, die im extremen Breitbildformat, also zumindest bislang, also bevor die digitale Revolution spätestens das verändert hat, dass man sich einfach nur einen Ausschnitt sozusagen rausnimmt in der Breite, sondern wo man wirklich quasi mit Objektiven dieses breite Bild erzeugen musste. Und wenn das diese Objektive waren, die sozusagen ein in die Höhe gestrecktes Bild genommen haben, damit man es dann später auf der Leinwand wieder auseinanderziehen konnte, hat Sergio Leone ein anderes Verfahren benutzt. Er hat das sogenannte Techniscope benutzt. Nicht CinemaScope, sondern Techniscope. Und das hieß, dass von diesem sozusagen fast Quadrat
quadratischen 35mm Bildfenster, das heißt vier Perforationslöcher lang sozusagen, und er hat aber immer nur zwei Perforationslöcher genommen, also genau die Hälfte. Das heißt, also er hat sozusagen auch noch Filmmaterial um 50% gespart, und das wurde dann später mit einem anamorphen Format umgewandelt, damit man es so projizieren konnte. Aber das Entscheidende ist jetzt einfach, dass es quasi eher nicht die Beschränkung von anamorphen Objektiven hatten, die mit allerlei Verzerrungen gearbeitet haben, was unmöglich gemacht hat, bestimmte Nahaufnahmen überhaupt scharf zu kriegen. Und deswegen, also es gibt da drin Aufnahmen, die siehst du nicht in, also so ein Beispiel vielleicht jetzt etwas greifbarer, sowas wie Die Hard von John McTiernan, Stirb langsam, ist anamorph gefilmt, und da sieht man auch, wie manchmal also die Schärfe das nicht hinkriegt, extreme Details einzustellen. Es geht einfach technisch, das ist einfach eine technische Hürde damals gewesen, und das genieße ich total, weil das sind keine Verzerrungen, das sind wirklich glasklare Plane, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es sind sozusagen ganz, also flache Bilder, ne? Die passen perfekt zu dem, wie Leone immer in die Tiefe mit Ebenen komponiert. Also, also ja. Ich genieße es auch gerade, dass du das mal erklärst, ja. Ich auch immer ein paar Mal, jetzt musst du nachher Christian wieder fragen, wie war denn das hier? Ist die Kamera jetzt eigentlich so dicht dran an der Person, oder ist die wieder 500 Meter weit weg und die haben so weit rangezoomt, dass das alles so das toll aussieht? Das kommt noch dazu, so, ne? Das, ja, das kommt noch dazu. Nur, also, dass du das mit Objektiven besser hinbekommst, die nicht anamorph funktionieren, die nicht noch Verzerrungen hineinbringen. Genau, und dieser, also das, was dann in das Gesicht von Charles Bronson so reinzoomt, ist auf jeden Fall eine Mischung aus langer Brennweite, also einem Teleobjektiv, und sozusagen einer sehr verhältnismäßig kurzen Distanz zum Objektiv, ne? Also wahrscheinlich stand er gar nicht so weit weg und sie haben deswegen diese Aufnahme. Also für mich die erste Sache, die in die Richtung geht, ist, wenn er eben am Anfang da den Schuss abkriegt und dann liegt er am Boden, dann sehen wir so das Profil und da fällt das Licht irgendwie so durch sein Auge. Das ist irgendwie, also, ne, so ein komisches Detail, aber da denke ich, boah, das fängt an zu leuchten, dieses Auge. Ja, diese Augen leuchten wirklich. Also vor allem wegen der Bräune der Haut dann natürlich auch nochmal. Ja, es gibt ja permanent auch Aufnahmen, wo ich echt beeindruckt bin, dass das ganz, also das, ich würde sagen, ich habe für ein einziges Mal habe ich in einer Szene ausgemacht, dass mit Rückprojektionen gearbeitet worden beim ist. Beim Zugfahren. Ja. Aber nur einmal. Ja. Nicht immer. Wo es dieses Stunt gibt sozusagen. Ja, wahrscheinlich, genau, daher kommt das ja. Und ansonsten ist das quasi real, was bedeutet unfassbaren Aufwand, wenn du in so einer scheiß Prärie drehst, wo Sonne scheint, muss man erstmal schaffen, so viel Licht dann im Innenraum hinzubekommen, dass du sozusagen beides gleichzeitig ausgeglichen belichtet sehen kannst. Und öfter stehen mal Leute so quasi und gucken so von innen nach draußen und so. Ich bin da öfter sehr beeindruckt, dass das trotzdem verhältnismäßig harmonisch ist, also ihn nicht so eine extreme Künstlichkeit bekommt von, da hat jetzt einer den Scheibenwerfer einen halben Meter von der Kamera ins Gesicht gehalten. So. Es macht wirklich für mich nochmal viel aus. Es hat einen Moment gedauert, bis ich schnalle, nee, das ist jetzt nicht der Sergio Leone-Western oder das ist nicht so ein Italo-Western, der in Spanien sich das irgendwie zurechtgetrickst hat. So, ne? Die waren in Amerika. Aber also, die waren auch in Spanien, so ist nicht. Trotzdem. Ja, auch, ja? Ja, Spanien, ja. In Rom und dann eben Arizona und Utah, also das Monument Valley einmal. Die Money Shots im Monument Valley, dann okay. Also man sieht ja auch manchmal so, plötzlich ist der Sand sehr rot und dann ist er wieder so ganz hell und. Dann wird doch, also ich finde ja wirklich phänomenal, diese Aufnahme, also das Schlüsselbild des Traumas von Charles Bronson von der Harmonika ist ja wirklich, da regnet es da in der Entfernung vom Monument Valley und davor, es ist ja wirklich wie so ein, also es ist ja auch, finde ich fast sowas wie auch so eine, wirklich eine Entmystifizierung von, es ist ja, das ist das typische John Ford Bild vom Western, ne? Dieses Monument Valley mit diesen typischen Felsformationen und diesem Wechsel zwischen grünen Rasen und roten Sandboden, und dann setzt er davor diesen sadistischen Höhepunkt, ja. Also, es ist so ein völliger Nichtort, ne? Weil Henry Fonda kommt irgendwie von der Klippe. Den gibt's auch gar nicht. Der kann ja, der ist, ne, ja, vom Himmel gestiegen und geht da jetzt lang. Und dann, das ist eine Höllenform. Welcher Vollidiot baut so einen komischen Stein irgendwo und nirgendwo? Also. Das ist so überhöht, das ist auch das, was übrig geblieben ist in der Erinnerung. So. Aber ich finde halt schön, also das Reizvolle daran, das sozusagen so einem Klischeebild des Westerns anzutun. Ne? Weil so eine Szene gibt's nicht in John Wayne Western von John Ford, so. Also, da bleiben die meisten Dinge dann doch ein bisschen sauberer. Ach Mensch, 50 Jahre später.
Ja. Da ist schon ein Ding hingesetzt. Ja, es macht das auch so modern, weil du sagst, John Ford oder ja. Wie vorhin über die Sequenzen gesprochen. Es ist interessant und deswegen ist auch Tarantino höchstwahrscheinlich so ein großer Fan davon. Ich will es jetzt nicht zu arg bemühen, aber es ist erstaunlich, wie Leone in so frühen Jahren, 68 und so weiter, über dem Film steht. Das, was mich ja auch teilweise steht, dass ich einem Filmemacher beim Filmmachen zugucke und sehe, wie er etwas konstruiert und so weiter. Aber wenn am Ende ein unfassbar aufwendiger wieder eine Sequenz kommt und wir uns drehen und alles sehen, Kardinale gibt den Männern, wenn wir den letzten großen Schwenk, in dem wir Harmonika wegreiten sehen und dann kommt da drüber hier die beiden Zuschauer, die gegangen sind und uns vorhin an der Scheibe ihr Arsch gezeigt haben, die haben noch gesagt, und dann macht er dieses krasse Tightling, wo uns so Ponnen so rüberkreist, was da muss. Ja, jetzt sieht man das ist aus. Wahnsinnig modern. Ja. Denn auch das Tightling gerät aus den Fugen. Auch hier ist irgendwie eine neue Ordnung. Er hat am Anfang schon malerisch mit dem Tightling gearbeitet. Sagen, und das Ende, ich finde nicht, dass er da aus den Fugen geht, sondern das ist, kannst du ja je nachdem, entweder ist es das Windrad oder es ist eben die Zeit, die nicht sich aufhalten lässt, oder das drehende Rad. Die Lokomotive, die da immer Also klar, man kann natürlich drüber sagen, und so weiter, ne? Wie professionell das für heute dann nochmal aussieht, aber und stimmt auch, die Anfangsziele sind natürlich immer damit. Der Hut wird aufgesetzt und die kommt von oben rein oder so nochmal. Und die Bahnschranke fällt, wenn der Zug stehen bleibt. Sergio Leone Film. Genau, also immer zu zeigen, also überhaupt so zugeschlossen mit diesem kurzes Schwarzbild, ne? Sergio Leone, wie es so reinkommt. Also modern heißt ja, dass, oder für mich habe ich das immer, dass ein Film sich auch, wie soll man sagen, sich aus mehrfach aus seinen Zwängen befreit. Und das tut er andauernd. Mhm. Also aus der Narration, die Kamera macht plötzlich, schafft fast einen comichaften, überhöhten Moment, die Musik, die so stark eingesetzt wird, dass sie mir plötzlich wieder auffällt und dass sie ein ganz starkes Mittel wird und so weiter. Also das macht das so unglaublich modern. Das ist schon erstaunlich, dass das dann wieder so in Vergessenheit geraten ist und man sich dann 1995 vielleicht über jemanden freut, der sagt, wow, wie innovativ der jetzt Film erzählt. Ja, ja. Wer weiß, ob es in Vergessenheit geraten ist oder einfach so die anderen dann eben natürlich sich auch irgendwie noch mit daran orientiert haben oder die Sachen kennen, aber es halt nicht so hinkriegen. Hm, oder vielleicht dann ihren eigenen Ziel natürlich auch dann zeigen wollen. Und so ich meine, ich merke gerade, ne, da gehört ja wirklich der Mut dazu. Also der meint ja diese melodramatische Geschichte, die eine Mischung aus Abgesang und Neuanfang in der amerikanischen Historie ist, das meint er sehr ernst. Mhm. Und traut sich trotzdem, also sozusagen nicht möglichst unauffällig, die Aufmerksamkeit des Zuschauers zu lecken, sondern manchmal wirklich mit extremstem extrem auffällig. Also quasi eine Musik, die also plötzlich abbricht, ist so, alle Sinne sind sofort da. Oder am Anfang, wenn Geräusche plötzlich aussetzen oder überbetont werden, all diese Dinge sind auch bei der Farm, stimmt, wenn es dann aufhört. Ja. So, das ist ja, das kann man ja nicht narrativ, also das könnte man machen, aber man kommt ja automatisch in so eine Art von, wie soll man sagen, was will uns, falls man denkt, warum passiert das? Hier ist gerade was außerhalb der Ordnung. So, ne? Und eigentlich die großen, meisterhaften Regisseure dafür sorgen, dass der Zuschauer wenig mitbekommt. Ja, ne? Und dieser Geschichte, also unterschwellig, und dabei unterschwellig seine Kritik und seine Sachen und so weiter. Ja. Und das mit den Grillen passiert zweimal. Ja, ja, genau. Also falls irgendjemand beim ersten Mal nicht gemerkt hat, beim zweiten Mal. Jetzt eben auch Leone, beim ersten Mal kann es noch gar nicht passieren. Wir bauen die Spannung erstmal auf. Ich mache das nicht sofort. Und trotzdem ist es dann immer wieder erzählerisch. Ne? Sie hätten vielleicht noch gehen können und fliehen können. Alle haben beim ersten Mal gewusst. Alle gucken sich an und wissen, irgendwas ist hier komisch und sie ignorieren es. Und wenn es das zweite Mal kommt, ist es eigentlich zu spät. Dann fliegen schon die Fasane weg und schon. Das ist auch, ne? Wie sieht das? Das ist unglaublich. Sie guckt, er guckt den hinterher und dann kommt der Schuss. Sie guckt ja auch noch. Also das ist der Verbindungsschuss. Ne? Sie kriegt das mit, glaube ich. Dann auf die Fasane. Er guckt ihn hinterher, ist ein Schuss im Off. Und die fliegen weiter, wir sehen nochmal die Vögel und dann. Keine Stütze ab, genau. Jemand anders ist getroffen worden. Der andere unschuldige Vogel. Der Weiße. Und eben nicht der Mann, sondern die Tochter, die draußen ist, ne? Das, was Kardinal dann später ist. So. Auch da wieder, also die Großaufnahme vom Mund. Ja. Marie.
läuft los. Bum, bum. Das, was man manchmal als trashig empfindet. Übrigens auch, wenn ich es nochmal sagen darf, bei Tarantino. Ne? Also man empfindet trashig, wenn man denkt, oh Gott, ist das Mittel gerade ganz doll. Ja, ja. So, ja, wenn man ja denkt, oh, ja, warum steht dann ja ein Missouri Riesenschritt? Ja, ja. Lachen, ja, weil sie gerade nicht richtig wissen, weil sie so, sie sind plötzlich so Meta auf eine unterhaltsame Art und rausgerissen worden und ihnen gesagt, hallo, das ist ein Film oder irgendwie, ja, keine Ahnung. Und dann kommt dieser Zoom und ich, es gibt so ein paar Momente, wo ich denke, Mann, ist das in seiner Drastik fast beinahe plump und zugleich wahnsinnig, also spannend auf jeden Fall, immer, ne, in dem Film. Das ist schon wirklich ein sehr interessanter Film. Und mir, ich möchte wirklich nochmal sagen, das Herz gefällt mir eben total. Und bei allen Filmen, die ich heute auch schon erwähnt habe, das ist, finde ich, schon sehr erstaunlich, dass ich trotzdem auch ein Filmemacher-Herz sehe. Nicht des Filmes wegen, sondern der Geschichte, die er erzählt und seiner Figuren. So, ne? Also bei Dakusaka, erinnere dich, als der Zeuge dieses Massakers wirst und wir über tausende von Leichen und wieder auf einem Jungen enden. Wieder ein ermordet der Junge. Und das, da gibt es keinen Witz. Das ist kein Moment, das ist nicht, ich mache hier irgendwas. Wenn Lee van Cleef die diese Familie umbringt und wieder die Jungs erschießt. Also es ist ganz oft, der hat ein ganz großer, ich ist schon ein Mann-Regisseur irgendwie so, ne? Aber diese Familie auseinanderreißt, ist das bitter ernst. Ja. Und da gibt es auch keine Frage dazu. Ja. Also das ist, ohne sehr Details von Sergio Leones Biografie zu wissen, weiß ich, in welcher Zeit der groß geworden ist. Also der hat volle Kanne Faschismus in Italien miterlebt, mit all dem, was das bedeutet hat. Ja. Und ja, genau. Und also ich finde, das wird deswegen Dakusaka ist, da ist es dann also das ist alles klar. Also da siehst du, genau. Deutlich, ja. Also vor allem, weil da auch das Himmler oder sowas das Verraten, ne? Also wie sozusagen man dann auch schnell Teil von etwas Unmenschlichem wird. Ja. Okay. Das war, es war einmal in der wilden Westen. Genau, also, genau. In der Wild West? Nee, es in war einmal West. Der Westen. Ja, es war einmal der Westen. Also, Once Upon a Time. Ja. Ich weiß gar nicht, ob Once Upon a Time in the West oder Once Upon a Time the West. Ich glaube, ohne das in. Doch, in. Ja, oder Volta il West. Aber ich bin auch kein Italiener, deswegen ist das auch. Ach so, ich dachte. Maxi. Ciao. Once upon a time in the West, würde ich sagen. Once upon a time in the West. Können ja alle nochmal nachschauen, Leute. Guckt doch mal nach. Ihr habt das jetzt alle schon getan. Genau, wenn jetzt nicht noch jemand mich stoppt, weil wir jetzt irgendwie was ganz Entscheidendes haben. Genau, wir haben über Spiel mir das Lied vom Tod gesprochen. Genau. Ja, das ist immer ganz wichtig. Ja. ja, also weil dann würde mich jetzt schon noch interessieren, was in der Schatzkiste sich jetzt so wieder zurecht brodelt, weil mittlerweile sind wir ja ganz schön stark auf Linie des Schatzkistenprogramms. Ich hoffe, du bist dir dieser Verantwortung auch bewusst. Ja, ich hoffe, du hast den Trailer gesehen vorhin. Oder? Ja, ich habe vorhin einen Trailer gesehen. Und ich habe also dazu kommentiert, ich bin mir nicht so sicher, ob das richtig ist, den Trailer zu zeigen. Ja, vielleicht auch das, weil er 5,5 Minuten, gefühlt 10 gedauert hat. Ja, 4, warte, ja. Unglaublich, dass man gedacht hat, dass das früher funktioniert hat, das kann ich gar nicht verstehen. Und weil ich glaube ich noch ich bin mir wirklich nicht sicher, es ist ja wohl noch nicht der DVD-Western, den wir geguckt haben. Nee, wir hatten die Söhne der großen Bären, glaube ich, oder Chingachgook, die große Schlange, einfach mal. Und genau, ich ziehe dich jetzt wieder zurück, du hast keine Wahl. Und, ja, also es ist, also ich merke, also ich sehe das, ne, und denke, ich habe noch keine Idee dazu, wie das irgendwie interessant sein soll, weil es sozusagen, es scheint nicht das Genre zu sein, in dem die spannenden Dinge geschmuggelt worden sind in der DEFA, denn diese Filme gibt's ja. Ja. Also ich behaupte einerseits, also was für mich eben interessant ist, ist eben, dass dieser zeitliche Vergleich, ne, das ist eben auch 68, 69 kam der Film raus, Weiße Wölfe. Ja. DEFA-Film Konrad Petzold mit natürlich Gojko Mitic, mit vor allem Rolf Hoppe und dann noch ein paar andere sehr bekannte Gesichter. Und ich glaube, letztlich sind da auch durchaus Parallelen. Wir haben den Typen, der Rache sucht. Wir haben den eiskalten Geschäftsmann. Mhm. Oh, da finden sich so manche Sachen wieder. Ich überlege, wie das gerade mit der Frau ist. Ich glaube, die heiraten auch. Naja, auf jeden Fall. Die kommen mit dem Zug und möchte auf jeden Fall. Und der hat. Es ist ein toller Film, den sich im Kino angucken sollte, auf jeden Fall. Ich glaube, das und ich freue mich auf die Menschen, die kommen. Wer hier alles kommt. Ich bin der festen Überzeugung, dass der
oder dann auch im Gespräch bin ich sehr gespannt, der hat ein paar sehr interessante Kniffe aus meiner Sicht, deswegen ist mir der von den 5, 6 Indianerfilmen, die ich gesehen habe, bisher auch ein bisschen stärker in Erinnerung geblieben als manch anderer. Und ich finde ihn auch nicht perfekt, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber der hat was und da möchte ich gerne auch mit dir dann vielleicht bei der nächsten Schatzkiste dann, wenn wir es schaffen, drüber reden. So, dass wir da ja, Christian, da hast du keine andere Wahl. Alternativ kann ich natürlich auch die Blu-ray geben und dann machen wir das ein anderer Mal. Also darf man sich auch nicht vorher... Das gibt es auf Blu-ray mittlerweile? Ja. Was ist Ice Storm immer noch? Das, oder was? Ja, das ist leider noch aus der Phase der nicht so tollen Blu-rays, noch mit nur interlaced. Aber diese Phase ist ja mittlerweile zum Glück bei denen vorbei. Die machen mittlerweile auch ordentliche Blu-rays. War ich ja selbst damals überrascht. Aber nichtsdestotrotz, also das ist einer, von dem bin ich überzeugt, der hat was. Auch wenn der manches vielleicht nicht hat. Und manchmal man vielleicht auch lacht, weil man es nicht so toll findet oder so. Aber... Und du, wir laden den Rolf Hopper auch ein, oder? Ich meine, der lebt immer noch, oder? Ja, Anne meinte kurz zu mir so, ja, kannst du bei Gold Committee anfragen. Aber erst nach dem Preis fragen. Und ich so, also ich hätte keine großartige Idee dazu. Also jetzt sagen, so, und hier ist Gold Committee. Hallo Goiko, wie war es denn damals? Wüsste ich jetzt nicht, was ich da noch, also. Ja, den ich finde, wahrscheinlich bräuchte aber, man so oder so, ne, aber. Und wenn man ihn hätte, wäre es wahrscheinlich auch zu voll dann wieder, glaube ich, ne, weil dann. Die Runde. Ich hier nicht um Kopf und Kragen, Max. Die 120 Plätze. Wäre schrecklich, wenn das immer voll wäre hier. Die 120 Plätze. Nee, aber also das wäre, glaube ich, was, wo man wirklich so sagen muss, okay, wir fangen 16 Uhr an mit dem Film und dann machen wir noch 2, 3 Stunden Gespräch oder da hätte ich auf jeden Fall das Interesse. Ja, vermutlich müsste Goldkopf auch heute noch eine Menge Autogramme geben, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Richtig, und jetzt nur sozusagen ihn zu holen, um damit zu sagen, hey, wir zeigen einen Film von ihm und du darfst mal kurz in die Kamera lächeln. Also da fehlt mir noch der Kniff, wie ich das. Ja, also wenn du das jetzt schon so, wenn du das hier schon so anbringst, dann sage ich dir, check mal, was es da so an Dokus und Interviews mit dem gibt. Ja. Ein ganz schön schlauer, reflektierter Mann, so, der eine spannende Lebensgeschichte hat. Vielleicht fällt dir da noch was ein. Unabhängig davon gibt es noch was anderes. Wer weißt du das denn? Weil ich kam jetzt an Gojko Mitic auch nicht großer vorbei. Fan? Nein, überhaupt nee, wir hatten, gar du nicht. Du hast auch mal die eine Folge und hast du auch gesagt, hier, dieses Interview. Was man manchmal ja so denkt oder so, dann ist das natürlich jetzt nicht ein Vollpfosten, sondern ein Mensch, der aus interessanten Gründen überhaupt in dieses Filmgeschäft ist. Ja, Piris auch. Der auch eine Pierre interessante... Vermutlich Gott hab ihn auch selig. Das. Ja, okay, gut. Ja, nur zum Thema, was macht man denn, wenn der jetzt hier ist? Natürlich darf man sich überlegen, was man dem für eine interessante Frage stellt. Goiko, warst du bei der Stasi zum Beispiel? Kann man doch fragen, ist doch nicht schlimm. Ja. So, jetzt kein Problem, Mann. Kann doch sagen, nein oder doch oder was auch immer, weiß ich nicht. Ich breche das Interview hier ab. Ja. Tschüss. Ich will die 1000 Euro haben, jetzt. Oh. Und gibt es schon irgendwas, was du anteasern kannst? Vielleicht lässt du es ja auch noch im Ungefähren, was in zukünftigen Schatzkisten jetzt schon greifbar wird. Ja, Christian, 50 Jahre Uraufführung Heißer Sommer steht an. Ja. Wobei der tatsächlich, glaube ich, in dieser Uni-DEFA-Reihe oder in der Uni-Reihe, die sich auch vorgenommen haben, Filme vor 50 Jahren, weswegen ich dann kurz mal Shadan. Ich kann den Film nicht begreifen, das ist gar kein Film. In Wirklichkeit, ich habe noch immer Bock, ich weiß aber noch nicht, wie ich den ordentlich eingebaut kriege. DEFA 70, das ist dieser Experimentalfilm, wo die mit der 70mm mal probiert haben und wo dann aus der Bastei quasi an den Warnemünder Strand springen, was für mich halt so doppelte Heimatverbundenheitsgeschichte ist, weil ich verwandt in Dresden habe, in Heidenau da auf der Ecke. Und sonst kannst du ja mal gucken, wer 1968 vielleicht sowas wie Roman Polanski noch einen Film rausgebracht hat oder so. Und die Russen kommen, habe ich noch irgendwie so mit der Kopf. Aber da wollte ich selber mich erst nochmal mir den angucken und so, ob und wie man das dann auch 2001 kannst du nochmal zeigen. Stimmt, ich habe auch noch nicht. Nochmal. Hat das auch 68, oder? 2001. Ja, der ist mir halt quasi davor da gab's ein kleines Problem mit den anderen Filmen da, die sich nicht so ergeben haben. Nee, aber es soll natürlich so in der Gegend um vor 50 Jahren noch bleiben und ich weiß gar nicht, bis April, Mai habe ich mich noch gar nicht so genau festgelegt. Ah ja, sehr schön. Das, wann ist denn eigentlich Easy Rider rausgekommen? 67? 69? Ach so, ja. Aber er dürfte auch so auf der Ecke liegen. Ja, wir hatten auch, wer die Nachtigall stellt, aber von 62. Ne? Also ich nehme es jetzt nicht tagesgenau. So, okay. Wir haben auch mit das fünfte Element angefangen. Wirklich? Der war ja nur 20 Jahre, aber... Ja, ich muss mal die französische Filmkunst hier auch mal zeigen. Das war auch gar nicht im Podcast, was da passiert. Was ich übrigens sehr schade fand, muss ich hinterher sagen. Weil nicht sowohl, besprochen, nicht? Sowohl Publikum als auch die Sachen, die ich dann da noch wieder entdeckt habe, also da falle ich auch immer wieder rein in den Film. Aber wir schweifen ab. So, am 27. Februar läuft um 20 Uhr in der Frieda Weiße Wölfe die nächste Schatzkiste.
Weiß ich gar nicht, ob das dann überhaupt unsere nächste Folge sein könnte, weil dann schon der letzte Sonntag in dem Monat vorbei gewesen wäre. Das nochmal so zum Nachdenken für alle Leute. Hast du Glück. Der Februar nur bis 28 ja. geht. Verstehe ich nicht. Welcher Tag ist heute? Ja, aber wir können ja auch mal gucken. Ich habe, ich weiß nicht, bei Twitter hast du, glaube ich, gesehen gehabt, ich war ja, wir waren ja in London und da, ich kann nur jedem empfehlen, der nach London fährt als Filmfan und dort in den FOP am Covent Garden geht oder in den HMV in der Oxford Street, nehmt kein Geld mit, nehmt keine Karten mit, ihr könntet überfallen werden und geht mit 50 Kilo schweren Paketen nach Hause und hab kein Geld mehr. Ich True Story. Beeindruckt. Wirklich, ja. Max hat Gefühl. Ja. Auf Max seinem Twitter-Account kann man sehen, ja. So ein Foto von den erbeuteten Filmen. Und da dachte ich kurz, hast du dir noch einen Koffer mitgenommen? Aber wir haben dann nochmal, statt des Handgepäcks, haben wir den dann als richtiges Gepäck aufgegeben. Ja. Das lag aber eigentlich mehr an der Schneekugel, die wir noch gekauft haben. Wegen okay, du bist nicht überfallen. Im Sinne von, Sachen, ja, du also, alles ausgegeben hast. Ich habe so gedacht, Scheiße, da hätte ich mal noch irgendwo einen Scheck oder einen Kredit aufgenommen, dann hätte ich den Laden leer gekauft, so ungefähr. Und so habe ich mich dann irgendwie versucht zu beschränken. Also Max, quasi voll gemacht. Nee, das lassen wir doch noch hier. Ich kann dir ja mal sagen, so, also nicht, dass ich das jetzt schon drauf anlege, an den Weißen Wölfen vorbeizukommen, aber es gibt einen Film, den du dir da gekauft hast, weil die Criterion ja neuerdings auch in Großbritannien ihre Filme rausbringt und den ich auch bei mir rumliegen habe. Ja, Marc, ist jetzt gerade wichtig, da so ein Haar von meinem Mikrofon runterzuziehen. Das ist zwanghaft, ich kann nicht anders. Ja, das sind immer noch die Katzenhaare von Max drei Katzen. Was? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe wirklich neulich noch richtig noch ein ganzes Büschel abgezogen von den Headsets. Hast du was Tolles gesehen, was er gekauft hat? Ich glaube, Tarkovsky. Ja, Stalker, ne? Also den habe ich ja bis heute nicht gesehen. Und, ja. Oder der lag auch wirklich so quasi von Artificial Eye, Cursor? Ja. Artificial Eye? Einer von beiden lag so quasi einmal der komplette Tarkovsky und war so, nein, du kannst jetzt nicht alles mitnehmen. Muss noch ein paar die anderen Filme machen. Hier Swankmeyer, den Alice oder Alice, da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Ja, ist mir alles viel zu aufregend. Ich merke, ich weiß gar nicht, wie ich drauf komme. Vielleicht, weil einer immer den größeren Knopf auf seinem Schreibtisch hat. Also Weltuntergang ist ein Thema bei mir. Ich bin sehr neugierig, ja, was Tarkovskis Gedanken sind zu was danach dann ist, wenn ich die Welt einmal untergegangen ist. Als du. Ja? Ich habe ihn auch schon gedrückt. Vorbei ist genau. Und er ist viel roter auch. Und stinkt noch ein bisschen nach Scheiße. Ist richtig geil. Also ja, mittlerweile ist das doch so, dass wenn es noch eine nächste Folge gibt, dann kann man sich darüber auch schon freuen. Also ja, mal schauen. Ich glaube auf jeden Fall, ich freue mich auf jeden Fall auch nochmal wieder auf diesen Moment, hier auch quasi mich an Filme ranzuwagen, die sich also müsst ihr mich auch mal mir nicht so leicht machen. Jetzt mal wieder kurz ganz ernsthaft, also sowas wie Stalker, da ist ja irgendwie hier Trigon-Film oder so, aber die sind Schweiz. Aber da muss ich immer nachfragen. Also ich habe jetzt auch gesehen, hier diese große Japan-Reihe, es ist ja auch gerade Japanuary noch gewesen, im Düsseldorf, glaube ich, oder so, und da läuft auch Sieben Samurai. Und da habe ich so gedacht, und da war dann auch so recht in der Trigon-Film, und ich habe so überlegt, ja, das vielleicht doch mal. Ja. Und ich auch noch nie gesehen. Ja, und ich wünsche mir auf jeden Fall diesen Moment, ich kann im Kinosaal nicht ausweichen. Ich habe da eine Durchhaltekraft, das ist unglaublich, in diesem scheiß Netflix-Zeitalter verwurste ich auf meinem eigenen Sofa und kriege das kaum noch hin mit der gleichen Konzentration. Es ist also, die Unruhe ist tausendmal größer, die Versuchung, ja, da mache ich jetzt Pause und gucke ich morgen weiter und so, ey, was für eine Scheiße, so, das passt überhaupt nicht zu dem, wie ich mal quasi Kino, wie das mal mir ans Herz gewachsen ist. Das war immer das Hineingehen immer und gar nicht aussteigen können, kurz nach dem Abspann. Und ich finde das auf jeden Fall weiterhin hier im Kino und da habe ich überhaupt nichts dagegen. Lass dich inspirieren, also ich sag Max. Das auch noch mal kurz, weil du auch gerade so gesehen hast, ne? Haha, so ganz kurz. Aber ich hatte heute auch, die Abenteuer des Prinzen Ahmed, eine weitere Blu-ray, die ich mir da geholt habe, vom BFI diesmal, geguckt und habe so die ganze Zeit gedacht, oh, ich sehe hier immer drumherum noch die Teile meiner Wohnung. Ich möchte jetzt so eine Riesenleinwand, wo ich nicht mehr gucken kann. So sind die Dinge produziert worden, also für diese Leinwand. Also, für deinen andersrum, was ich vor allem auch denke, wenn ich eben sowas wie Spiel des Würfels bei Karl 1 entdeckt habe, habe ich auch nie dran gedacht, das läuft dann vielleicht nochmal im Kino, da hat man mal die Chance. Nee, da habe ich gedacht, okay, so habe ich überhaupt die Chance, das mal zu sehen. Hm. Und jetzt habe ich halt die Gedanken, kriege ich den irgendwo unter? Sind die Rechte noch verfügbar? Ah, das müsste man auch wieder groß machen. So denke ich mittlerweile wieder. Weißt du, das ist ja, das muss noch, also natürlich einmal, weil ich das sehen will, aber natürlich, weil ich glaube, die haben was, das auch die anderen dann vielleicht interessiert oder so. Und ich mache mir jetzt auch nichts vor, ich glaube nicht, dass heute die Leute gekommen sind, weil, ach, heute ist wieder Schatzkiste, sondern das spielen wir das nicht vom Tod, dass heute Leute. Ich finde das auch, ist ja auch so eine Mischung. Total.
da auch mit reinhaut. Ja, aber interessanterweise, genau, als du gefragt hast, waren das jetzt also deutlich weniger als die Hälfte, die noch nicht gesehen haben. Ich habe schon in Schatzkiste-Vorstellungen mit dir gesessen, da haben deutlich mehr als die Hälfte die Hand gehoben, dass sie die noch nicht kannten. Also auch das geht. Also ich finde den, ich finde die Mischung ist da ja, ist ja schon längst da. Also, also dass die Leute in das gehen, was sie schon kennen oder von dem sie eine Idee haben. Wo sie mitgeschleppt werden. Ja, und dann, okay, das ist der Nächste, der in der Schatzkiste ist. Mal schauen. So, und vielleicht gehört aber ja fast immer von allem irgendwie was. Hm. Okay, Leute, dann. Das war die letzte Note auf der Harmonika. Ja, der mehr so, wie kann man das denn nachmachen, das Geräusch, das das macht, wenn die letzte, der letzte Atem von der. Ich hatte kurz überlegt, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich hatte mir damals die Holzbox gekauft, so. Von der DVD-Ausgabe, ah, ja, wo die Mundharmonika mit dabei ist. Ah. Ach so. Ich habe kurz überlegt und 10 vor 7 ist mir eingefallen, Mist, du wolltest die Mundharmonika mit dem einmal so tun und wenn dann irgendjemand was gesagt hat, habe ich gesagt, nein, ich kann nicht spielen. Ich wollte mal so tun, als ob. Ja, Charles Bronson ja, wenn ja auch den offensichtlich ersten auch nicht. Ne? Ich halte es einfach so. Es gibt immer eine Einstellung, wo er so besonders gefühlvoll das an seinen Lippen vorbeizieht. Das ist ein bisschen lustig. Ja, ja. Okay. In diesem Sinne. Das war Wiederaufführung für heute. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt, vielen Dank für die vielen Kommentare. Ich habe heute, wollte ich nochmal so machen, müssen wir hier noch was erwähnen, so seit der letzten Folge? Ja, und da habe ich so gesehen, oh Gott, unser Kommentarspalter hat sich gefühlt mehr als x Kommentare. Leute, die Folgen nochmal gehört haben. Mhm. Danke auch an den Spätfilm, der die Folge zu Hitlers Hollywood als die beste Podcast-Folge zum Thema Film im Jahr 2017 gekürt hat. Und er muss es wissen, er hat 133 Podcasts im Abo. Ja. Wer uns zuhört und denkt, wie haben die beiden es hinbekommen? Das lag daran, dass die meiste Zeit Rüdiger Suslan spricht. Der kann wir haben die guten Fragen gestellt, zu denen er so viel sagt. Natürlich. Irgendwo dazwischen liegt. Ja, toll, aber prima. Mhm. Also schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, der beste Podcast aller Zeiten. Kann man jetzt sagen, wie lange dürft ihr es? Ein Jahr lang dürft ihr das jetzt erstmal benutzen, oder? Träger des beste Podcast nehmen. Das können wir ewig tragen. Beste Podcast-Folge 2017. Ja. Okay, nee, vielen Dank für die Kommentare auf jeden Fall. Dennis Nice war da vorhin wieder mit dabei und dann war auch nochmal zu Charlie Varick gab es noch einen Kommentar. Maria ist hinterher wieder eingefallen, wie der Computer in Wargames hieß. Das habe ich jetzt auch schon wieder vergessen, wie der Name war. Ich glaube, ich meine Johannes, aber es klingt irgendwie so völlig abwegig, wenn ich jetzt Johannes sage. Ich muss die Kommentarspalte nachlesen. Auf wiederführung.de, ihr kennt das Internet, wisst, wo man... Er hieß wie sein Sohn. Habe ich vergessen, ja, okay. Ja. Weil du jetzt so viel Danke sagst, es hat uns übrigens auch wirklich jemand, dessen Namen ich jetzt nicht sofort rekapitulieren kann, 15 Euro über PayPal überwiesen. Achso. jedenfalls, da möchte ich gerne zu sagen, immer wenn so das neue Jahr anbricht, muss ich spätestens auch mal wieder die Gebühren an den Webhoster bezahlen oder an den Dienst auf Phonik, der uns die Audiodateien immer noch schön rechnet. Also vielen Dank auch für so kleine Gesten. Das ist auch so selten, wie wir das hier im Podcast erwähnen. Also das kann von mir auch noch öfter als einmal im Jahr passieren. Vielen Dank dafür. Auch an die Mail aus, können wir das sagen, aus Bielefeld? Ja. Jetzt habe ich es gesagt, jetzt ist auch egal. Der gleiche Mensch hat uns übrigens diese 15 Euro überwiesen. Aha. Und der Computer heißt, glaube ich, Joshua. Kann das Joshua, sein? Das klingt wie Johannes. Johannes, deswegen. Ja, Joshua. Genau. Das haben wir auch nochmal geklärt. Wunderschön. Das war's mit unserer ersten Folge in diesem Jahr. Und auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören.